Hi, hier ist Breedstorm von den Comic Cookies. Viel Spaß mit unserem neuen Special. Cookies, Comic Cookies, lecker. Herzlich willkommen alle miteinander. Hier ist ein Andi von den Comic Cookies, der Andi aus Nürnberg. Und ich nehme heute ein bisschen eine Sonderfolge auf mit dem Gast Adrian vom Bauer. Servus Adrian. Hallo, ja, cool hier zu sein. Ja, freut mich auch sehr. Es ist eine relativ spontane Angelegenheit. Es ist heute Freitag, der 9.9. und am Montag dieser Woche ist das Kickstarter-Projekt live gegangen für die neue und letzte finale Ausgabe von Jazam, der Comic-Anthologie, die Adrian mit ins Leben gerufen hat und über all die Jahre begleitet hat und herausgegeben hat und was auch immer alles drin gearbeitet hat, gezeichnet hat, geschrieben hat, koloriert hat. Und wir werden uns ein bisschen hauptsächlich halt über Jazam unterhalten, die Geschichte von Jazam, natürlich das neue Projekt, die Kickstarter-Aktion und die letzte Ausgabe unterhalten und mal gucken, wo uns das Gespräch so hinführt, Comics im Allgemeinen, Adrians Karriere in der deutschen Comic-Szene, Anthologien etc. Wir legen einfach mal los. Wir haben vorher noch nicht wirklich richtig sprechenderweise Kontakt miteinander gehabt, das ist das erste Gespräch zwischen uns beiden auch, aber ich denke, die meisten unserer Zuhörenden werden von Jazam schon mal gehört haben. Zumindest in unserem Podcast auf jeden Fall. Da wurde es auf jeden Fall definitiv in der Vergangenheit auch schon erwähnt. Aber an sich ist es ja auch kein ganz unbekanntes Blatt, Adrian. Ich wollte eigentlich, siehst du, das habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte eigentlich, und das mache ich jetzt auch, die Kurzbio vorlesen aus dem Comic Monster Party von Adrian, der 2018 erschienen ist. Und dann darfst du sagen, was davon noch aktuell oder nicht mehr aktuell ist. Also, der 1985 in München geborene, freischaffende Illustrator, Comiczeichner und Autor lebt und arbeitet heute in Berlin. Er schrieb und zeichnete den mittlerweile abgeschlossenen Webcomic Hipsters, der 2014 als Buch beim Zwerchfell Verlag veröffentlicht wurde und ist Herausgeber der preisgekrönten Independent-Comic-Anthologie Jazam, die im jährlichen Abstand einen bunten Querschnitt der deutschsprachigen Comic-Szene präsentiert. Ist das alles noch aktuell so? Das ist alles noch aktuell, ja. Also es kam noch eine Veröffentlichung dazu. Mein Band Die Toten Isar Palace, auch beim Zwerchfell Verlag erschienen, ein Jahr nach Monster Party. Und ja, also ja. Stimmt das auf jeden Fall. Also lass uns direkt mal so im Heute anfangen und dann das Ganze ein bisschen von hinten her aufrollen. Wie gesagt, das aktuelle Projekt ist jetzt eben Jazam, Coming of Age wird der Band heißen. Wie viel der Ausgabe ist das? Das ist, ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man zählt. Aber im Grunde so in diesem bisschen dickeren Format ist das unser 15. Band. Hätten wir noch so zwei, drei Heftchen, Specials dazwischen. Aber ja. Und irgendwann aufgehört, die zu nummerieren, weil wir gemerkt haben, dass dann immer wieder Leute kamen, die gesagt haben, ah ja, soll ich mir jetzt die Ausgabe 12 kaufen, wenn ich die Ausgaben 1 bis 11 gar nicht habe? Ja. Aber es ist ja eben eine Anthologie, es ist, alle Kurzgeschichten in den Bänden sind in sich abgeschlossen und die Bände an sich sowieso. Und deswegen haben wir dann ab der 13 die Nummerierung einfach mal weggelassen. Die Bände stehen ja auch immer unter einem gewissen Motto, also ein gewisses verbindendes Element, das die ganzen Kurzgeschichten miteinander ja, in diesen Rahmen fasst. Der neue Band dann eben, wie gesagt, Coming of Age, sollte ja schon etwas früher rauskommen, dann kam da so eine Pandemie dazwischen. Wie waren die Pläne für diesen Band? Was ist seitdem passiert und warum ist es die finale Ausgabe? Also, ich fange mal mit der letzten Frage an. Also, wir haben eigentlich schon seit mehreren Jahren immer gemerkt, dass es relativ schwierig war, so für uns in der Redaktion einfach diesen doch ziemlich großen Zeitaufwand irgendwie aufzubringen, um diese Bücher jedes Jahr fertig zu kriegen. Und dass eben immer mehr in der Redaktion dann auch irgendwie mit der eigenen Familie oder mit dem eigenen Job einfach so viel anderes zu tun hatten, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht müssen wir jetzt doch irgendwie mal sagen, das hat jetzt ein Ende gefunden, das Projekt, und wollten dann aber halt auf jeden Fall ein schönes Ende finden mit noch einem abschließenden Band. Und damals war das dann halt ein Jahr vor Erlangen oder theoretisch ein Jahr vom Erlanger Comics, so lange haben wir gesagt, okay, bis dahin kriegen wir das irgendwie hin. Wir gehen das jetzt ein bisschen anders an. Wir haben
diesmal nicht eine öffentliche Ausschreibung gemacht und gesagt, okay, jeder und jede kann sich da bewerben und wir nehmen dann einfach die besten Comics, sondern haben gesagt, dieser Auswahlprozess ist auch immer so zeitaufwendig. Wir fragen einfach mal ein paar Leute, die wir schon kennen, die schon mitgemacht haben, die uns halt so über die Jahre begleitet haben und stellen dann so einfach noch einen schönen Abschlussband zusammen. Und zum einen ist dann eben Erlangen ausgefallen und die durch die Pandemie sowieso ganz viel schwierig gewesen und gerade für diejenigen, die Kinder haben, war es dann auch schnell so, dass sie einfach gemerkt haben, okay, wir kriegen diese Comics einfach nicht fertig, weil man zu Hause nicht zeichnen kann, wenn da irgendwie so ein schreiendes Kleinkind um einen rumrennt und das nicht mehr in die Schule und in die Kita kann. Und ja, haben wir halt gesagt, okay, wir müssen das einfach jetzt noch ein bisschen aufschieben, wir legen das mal aufs Eis für eine Weile und warten dann einfach ab, bis es wieder eine große Messe gibt. Und dachten natürlich so, bestimmt im nächsten Jahr. Und genau, der andere Aspekt, den ich gerade noch sagen wollte, ist, dass eben dann doch dieses, wir laden die Leute ein und deswegen haben wir nicht die ganze Arbeit mit der Auswahl, ist auch so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil man dann halt Leute einlädt und dann viele halt nicht unbedingt direkt zusagen können von den Leuten, die man sich ausgesucht hat, muss man noch mehr Leute fragen. Oder dann sind Leute, die schon zugesagt haben, sagen wieder ab und dann merkt man, das Buch wird jetzt irgendwie relativ dünn und wir müssen doch noch wieder mehr Leute fragen. Und dadurch war es dann eigentlich doch aufwendiger, als wir geplant hatten. Wie kam es dann zu der Entscheidung, da jetzt einen Kickstarter für zu machen? Das ist das erste Mal, oder? Habt ihr das vorher schon mal gemacht? Ja, das ist das erste. Wir hatten es schon immer mal wieder überlegt, haben dann aber gedacht, okay, so ein Kickstarter ist ja auch eine Menge Arbeit. Und auf so einer Messe kann man es ja auch immer ganz gut an den Start bringen. Und dann ist es meistens so, dass man so mit den Messeverkäufen dann auch schon einen Großteil von den Druckkosten wieder drin hat. Und das heißt, wenn wir quasi das Geld selber vorstrecken, dass wir dann nicht auf den Kosten sitzen bleiben, sondern dann eben einen Großteil davon schon wieder zurückkriegen nach so einer großen Messe wie Erlangen. Und diesmal haben wir halt gemerkt, okay, selbst 2022 schaffen wir es nicht nach Erlangen, weil irgendwie zwei von uns kurz vorher Kinder bekommen haben. Und also Flo und ich haben eben in dem Jahr vor dem letzten Erlangen Kinder bekommen und Nico ist Lehrer und konnte sich irgendwie nicht freinehmen für Erlangen. Und dann haben wir gemerkt, okay, das klappt jetzt auch nicht und jetzt noch ein Jahr warten und da ist dann eh München, was nicht ganz so eine schöne große Messe ist wie Erlangen. Dann machen wir es jetzt einfach trotzdem dieses Jahr und benutzen diesen Kickstarter so ein bisschen wie einen Messeersatz einfach. Weil wir uns gedacht haben, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, wir drucken jetzt so einen neuen Band und den kann man sich dann im Quimby-Webshop kaufen und irgendwie vielleicht noch über unsere Webseite bestellen und über den Comicladen, das klappt einfach bei so einer Indie-Anthologie nicht. Also da gibt's einfach nicht genug Leute, die dann da so hinterher sind und sagen, oh ja, den neuen Gesam hole ich mir. Das ist eher sowas, was Leute sich auf Messen angucken und dann sagen, oh, da sind ja so viele schöne verschiedene Sachen drin und die KünstlerInnen sitzen ja auch noch am Stand und signieren mir das. Und das fällt halt weg, wenn man jetzt einfach nur sagt, okay, wir releasen das jetzt online und in den Läden. Und diese Kampagne bietet einem halt so einen relativ fokussierten Zeitraum, so einen Monat, wo eben alle zusammen auch so ein Stück weit dran arbeiten können, dass dieses Buch auch wirklich entstehen kann. Und bringt halt gebündelt so ein bisschen Aufmerksamkeit und man hat halt diese Vorbestellungen einfach, dass die Leute, die das über den Kickstarter sich bestellen, das Buch dann kriegen und dass man auch gar nicht so viele mehr drucken muss, als dann dort vorbestellt werden, damit wir jetzt nicht irgendwie über Jahre noch die Kisten wieder hier stehen haben, wie es bei manchen früheren Bänden noch der Fall ist. Gerade wenn wir jetzt halt dann nicht jedes Jahr neue Bände rausbringen mehr, die immer die alten noch so ein bisschen mitverkaufen. Ja, genau. Ja, es gibt halt eine Planungssicherheit, wie du sagst, genau, was die Anzahl der Druckexemplare angeht. Und genau dieser Aspekt fiel mir dann eben auch so ein, wenn ihr natürlich dann jetzt halt nicht wieder regelmäßig auf Messen seid, weil ihr immer wieder neue Gesam-Bände rausbringt, wo ihr dann eben alte auch noch nebenbei mitverkaufen könnt, dann ist es mit Restbeständen natürlich nochmal ein bisschen schwieriger auch. Ja. Also das Kickstarter, wie gesagt, ist jetzt Montag gerade gestartet. Das Ziel sind 3.000 Euro, ungefähr 2.000 sind jetzt auch schon drin nach diesen 4-5 Tagen, die es jetzt sind. 25 Tage läuft es noch. Wir werden natürlich auch den Link unter diesem Beitrag im Podcast mit posten, dass Leute es auch finden. Ansonsten Kickstarter, Gesam, Adrian von Bauer, das kann man sich ergoogeln, das kann man finden, das ist alles nicht so schwierig. Außerdem sind natürlich also alle, die irgendwie
damit dran beteiligt sind, wahrscheinlich auch fleißig dabei, das auf Social Media zu posten. Jazam hat Auftritte, kannst du dann auch natürlich alles nochmal sagen, die ganzen Social Media Auftritte. Aber lass uns doch nochmal kurz an den Beginn gehen. Du hast jetzt ja auch schon ein bisschen von der Redaktion gesprochen und noch ein bisschen ein paar Menschen erwähnt, die mit dir jetzt auch in Jazam arbeiten. Dann stellen wir die doch gleich auch nochmal ein bisschen mit vor und du kannst mal kurz in die Beginne der Anthologie zurückgehen und uns sagen, wer war da alles dran beteiligt, wie kam es dazu und wie hat sich es dann entwickelt? Ja, also genau, die Redaktion hat sich tatsächlich ein paar Mal geändert im Laufe der Jahre. Die Ursprungsredaktion waren Nico Simon, David Koslowski und ich und wir hatten uns schon so als Teenager damals im Comicforum.de kennengelernt. Da gab es so einen Künstlerbereich in diesem Forum und das war so in der Prä-Social Media, auch noch Prä-Blog-Zeit, so ein bisschen der Treffpunkt der digitalen deutschen Comic-Szene. Und da haben wir dann immer wieder so Projekte gemacht wie so Jam-Comics, also wo dann immer alle Leute dort im Forum sich beteiligt haben und man hat immer abwechselnd Seiten gemacht. Einer hat eine Comic-Seite gemacht, der nächste hat dann die Fortsetzung von der Seite gemacht und wieder der nächste dann wieder fortgesetzt. Jeder hat diese Geschichte weitergesponnen. Und als wir uns dann mal persönlich getroffen haben in Erlangen, ich glaube wahrscheinlich sogar 2006, als dann auch in dem Jahr noch das erste Jazam erschien, haben wir uns gedacht, diese ganzen coolen Leute, die da immer diese Jam-Comics mitmachen, die haben größtenteils noch nie irgendwas im Print veröffentlicht, aber es ist irgendwie so cool, dieses Projekt, dass man vielleicht mal einfach selber was Gedrucktes machen müsste. Dazu kam, dass wir alle drei im Jahr davor bei Panic Electro abgelehnt wurden, was irgendwie so die große deutsche Comic-Anthologie vor Jazam war, die sich ein bisschen mehr so aus der Fanzine- und Underground-Szene gespeist hat, während bei uns halt eher so die Leute aus dem Internet dabei waren. Und naja, wir haben halt gedacht, okay, die wollen uns nicht und wir wollen aber irgendwie jetzt endlich mal was veröffentlichen. Und weil dann auch Digitaldruck gerade noch so eine Sache war, das war auch eine Neuerung zu der Zeit, dass man jetzt nicht mehr sagen musste, wir machen Offset-Druck und erstellen diese Druckvorlagen. Das lohnt sich aber erst, wenn man irgendwie 2000 Exemplare druckt. Aber man konnte halt sagen, okay, im Digitaldruck kann man auch mal 100 Exemplare drucken und das ist nicht wahnsinnig teuer. Und dann haben wir gesagt, wir machen das einfach mal und fragen die Leute aus dem Comicforum, ob sie mitmachen wollen. Und da haben sich dann auch ziemlich viele gemeldet und gesagt, na klar, und haben Kurzgeschichten abgeliefert und innerhalb von 2-3 Monaten ist dann das erste Jazam entstanden. Damals im Herbst 2006 und wir haben das dann auf der Comic Action in Essen präsentiert und fanden das dann so cool, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt auf jeden Fall nächstes Jahr gleich wieder. Das ist, war, denke ich, von Anfang an ein relativ ambitioniertes Projekt. Ich habe jetzt Ausgabe 2 hier in Händen und allein dieses Buch hat schon knapp 160 Seiten und eine relativ lange Inhaltsangabe, also sind schon recht viele Menschen tatsächlich daran beteiligt. Das ist noch in Schwarz-Weiß, später werden die Bände dann ja auch in Farbe. Band 1 war wahrscheinlich auch nicht viel dünner, oder? Wird wahrscheinlich auch schon recht dick gewesen sein. Ja, also Band 1 hatte noch so um die 100 Seiten. Die sind dann, am Anfang sind sie relativ stark gewachsen, irgendwie so die vierte Ausgabe war, glaube ich, unsere dickste bisher. Die hatte irgendwie so um die, also auf jeden Fall über 300 Seiten. Aber genau, in Band 1 waren auch schon relativ viele Leute beteiligt und da war das Thema Märchen. Und ja, wir haben dann, das heißt, war dann so ein bisschen so ein Selbstläufer in den ersten Jahren. Also wir haben dann immer diese Ankündigung im Comicforum gepostet und dann haben sich Leute gemeldet und jedes Jahr haben sich mehr Leute beworben und irgendwie auch bessere, noch professionellere Leute beworben. Und dadurch ist das fast wie von alleine so gewachsen. Also man hat es ja damals auch mitbekommen, es ist ja tatsächlich recht schnell recht groß geworden und allein schon durch die Masse an Menschen, die da über die Jahre auch dran beteiligt waren, irgendwie hat man immer mal jemanden getroffen oder jemanden kennengelernt, sei es jetzt persönlich oder eben über, ich weiß nicht, Instagram oder was auch immer, wo es dann hieß, auch in Jazam gewesen oder ist auch im nächsten Jazam. Also hast du einen Überblick, wie viele Menschen über diese 16 Jahre oder was das jetzt sind, 15 Ausgaben in veröffentlicht wurden in all den Bänden? Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ja. Also in den Bänden waren, glaube ich, teilweise über 50 KünstlerInnen pro Band schon teilweise dabei. Viele waren natürlich immer wieder dabei, aber kann schon sein, dass insgesamt irgendwie
400 Leute, 500 Leute oder so dabei waren, aber kann auch sein, dass ich mich täusche, weil dann doch viele, viele immer wieder dabei waren. Aber es ist ja trotzdem, ja, wir hatten einen recht langer Zeitraum, in dem ihr ja sehr, sehr produktiv wart. Also wenn 2006 die erste Ausgabe erschienen ist und Coming of Age jetzt dann der 15. von diesen dickeren Bänden ist, also da habt ihr ja wirklich so dieses, also wie es jetzt in deiner Kurzbio da stand mit jedes Jahr kommt ein Band raus, also das ist dann ja tatsächlich auch erfüllt damit, also da habt ihr keine größeren Pausen, außer jetzt natürlich dieser Pandemiepause. Am Ende eine bisschen größere Pause gewesen, ja. Da sind ja dann doch so ein paar Generationen an Comic-Schaffenden dann auch durchgegangen, also da sind ja wahrscheinlich jetzt dann auch Menschen mit dabei. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt die alle sind. Ich kenne zwar viele der Namen und manche Leute weiß ich dann auch, wer die sind, aber ich kenne nicht jeden. Aber da sind bestimmt auch Leute dabei, die über Jazam oder mit Jazam irgendwie auch groß geworden sind in der Comic-Szene. Ja, also genau, es gibt so ein paar Leute wie den Max Hiller-Zeder oder den Jeff Chee, die auch beide in der neuen Ausgabe wieder dabei sind. Die haben, glaube ich, zum ersten Mal in Jazam veröffentlicht mit 16 oder 17 jeweils. Ja. Und dann immer wieder mitgemacht und sich immer wieder weiterentwickelt auch. Und das war natürlich auch irgendwie super schön, als Redaktion irgendwie zu beobachten, wie man halt dann manchmal eben so wirklich ganz jungen Newcomern so eine Chance gibt und sagt, okay, das ist jetzt noch nicht so super ausgereift, aber wir nehmen es jetzt trotzdem mal rein, weil wir es irgendwie interessant finden und gerade auch, weil es eben so ein junges Talent ist und dann halt Jahre später zu sehen, was da für tolle Sachen dann entstehen und was sie für tolle Bücher selber machen. Wahrscheinlich war ich deswegen auch so schockiert, als ich gelernt habe, wie jung Jeff immer noch ist, den ich dann auch so lange irgendwie kenne oder so lange schon wahrgenommen habe, sehr früh und ja auch in so einem Umfeld, also mit anderen Leuten, die jetzt auch nicht alle ganz so jung waren dann offensichtlich wie er, aber also jünger als ich waren sie sowieso alle und ja, da war ich ein bisschen baff, dass der noch so deutlich jünger ist als ich, aber genau, ist ja schon gesagt, der ist auf jeden Fall auch in der neuen Ausgabe mit dabei. Ich hatte ja die Gelegenheit, du hast mir ein Vorab-Digital-Exemplar im aktuellen Zustand geschickt, das fast komplett fertig ist. Ein paar Seiten noch nicht ganz fertig, ein paar Seiten haben noch gefehlt, aber das war auf jeden Fall schon mal wieder sehr interessant. Auch, also jetzt für mich persönlich tatsächlich auch sehr interessant, die unfertigen Sachen zu lesen. Mhm. Also die Prozess-Sachen, was steckt dahinter. Ja, du hast ja schon gesagt, also sowas wie neue Drucktechnologien haben es dann einfacher gemacht für auch kleinere Auflagen und dann haben wir gesagt, später wird es dann ja auch in Farbe gedruckt, anfangs noch schwarz-weiß. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass so nicht nur die Druckqualität, auch so die zeichnerische Qualität über die Jahre auch absolut angezogen hat. Also das ist was man, glaube ich, so auch allgemein beobachten kann, dass viele, die jetzt anfangen, ihre ersten Sachen rauszubringen, teilweise auf einem ganz anderen Niveau, auf einem anderen zeichnerischen Niveau starten, als es vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man heute, keine Ahnung, über YouTube und andere Internetgelegenheiten sich Tutorials und sowas anschauen kann. Mhm. Wie ist denn so dein Eindruck, was so die inhaltliche Qualität der Geschichten in Jazam über die Jahre angeht oder vielleicht auch so, wenn du dazu Beobachtungen hast, allgemein im deutschen Comic? Ja, ich glaube auch, dass sich da viel getan hat in der Zeit. Das hat, wie du sagst, wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man eben viel mehr so Zugriff hat auf irgendwie Tutorials bei YouTube, dass man einfach sich angucken kann, wie arbeiten die Profis. Wie kann man das lernen, auch so zu arbeiten und nicht so diesen langen Prozess des irgendwie sich selber alles beibringens hat. Und natürlich auch die digitalen Tools. Also ich hatte irgendwie damals, als ich angefangen habe, hatte ich mir dann irgendwann so ein Wacom-Stift-Tablett geholt, aber es war halt winzig klein und hatte eben keinen Screen, sondern musste halt dann auf den Monitor gucken und währenddessen unten auf dem Ding zeichnen. Und heutzutage haben halt dann viele irgendwie so ein iPad Pro, auf dem man direkt zeichnen kann, mit auch Software, die komplett aufs Zeichnen zugeschnitten ist. Und von dem her ist, glaube ich, einfach so, haben die NachwuchskünstlerInnen so einen gewissen Vorsprung bekommen. Natürlich ist dadurch auch der Konkurrenzdruck wahrscheinlich höher, wenn man irgendwie sagt, ich stelle meine Zeichnungen auf Instagram hoch oder so.
Und wenn man halt dann nicht irgendwie eine gewisse Qualität liefert, dann interessiert das halt auch keinen. Und deswegen muss man dann halt auch besser werden. Bei uns im Buch hat es natürlich auch damit zu tun, dass wir dann im Laufe der Jahre ein bisschen stärker ausgewählt haben. Also dadurch, dass wir halt immer mehr Einsendungen bekommen haben, haben wir halt dann irgendwann gesagt, okay, wenn das Buch dann irgendwann irgendwie 300 Seiten hat, dann müssen wir auch jetzt nicht alles nehmen, was wir kriegen. Und können dann halt sagen, okay, das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so weit. Manchmal haben wir dann auch den Leuten empfohlen, hier Online-Plattformen, wo sie stattdessen hochladen können, oder Fanzines, die vielleicht eher noch so kompletten Newcomern eine Chance geben. Und dadurch hat sich die Qualität auf jeden Fall zeichnerisch, aber auch erzählerisch, würde ich sagen, gesteigert im Laufe der Jahre. Und ich habe dabei aber auch so ein bisschen eine Änderung beobachtet in den letzten Jahren, dass wir tatsächlich gar nicht mehr so viele Einsendungen bekommen hatten von so ganz jungen Leuten, von so Nachwuchstalenten, weil gerade auch durch die Druckmöglichkeiten und durch auch so gewisse Präsentationsmöglichkeiten auf Messen sich, glaube ich, jetzt viele sagen, ich muss ja gar nicht bei so einer Anthologie mitmachen. Ich drucke einfach selber irgendwie so ein 10-seitiges Heftchen. Kostet ja irgendwie nicht viel. Mhm. Und mache mir dann meinen eigenen Stand und habe dann irgendwie nur Sticker und Buttons und T-Shirts und Kunstdrucke und Postkarten. Und bauen sich dann so zur eigenen Marke auf. Ich weiß nicht, ob das auch wahrscheinlich irgendwie so mit Instagram und sowas zu tun hat, dass einfach diese Erwartung ist, dass jeder Künstler, jede Künstlerin so seine eigene Marke ist und sich selber präsentiert und man nicht so sehr sagt, okay, ich mache halt irgendwie mein Zeug im Kämmerlein und dann schicke ich irgendwann meine Geschichte an so eine Anthologie und da werde ich mal veröffentlicht, sondern man sagt von vornherein, okay, ich überlege mir, wie trete ich an die Öffentlichkeit als Einzelperson. Ja. Das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Also wir haben jetzt ja schon einige Digitalaspekte angesprochen, zu einem, was das Zeichnerische angeht, hast du ja gerade so ein bisschen beschrieben. Da in Nürnberg haben wir hier den Comicbuchclub mit ein paar Leuten, da ist ja Jeff ja auch dabei, und da haben wir vor kurzem einen Ausflug gemacht mit ein paar Leuten nach Plauen, und da war Dozer Draws mit dabei, der ja auch für euch das Cover für die neue Ausgabe gemacht hat. Und saß halt dann auch im Zug mit dem iPad und hat gearbeitet. Ich hab noch eine Deadline, aber ich nehme mir die Zeit für den Ausflug, weil ich kann ja im Zug dann auch nicht nur irgendwie skribbeln, skizzieren oder sonst irgendwas, sondern so richtig halt arbeiten. Früher, klar, konnte man bestimmt auch irgendwie mit dem Skizzenbuch irgendwie was machen, aber ich denke, mit dem großen iPad, mit den ganzen Zoom-Möglichkeiten und sonst irgendwas, und wenn man sowieso digital arbeitet, vielleicht auch digital veröffentlicht, da wahrscheinlich hat man tatsächlich mit so einem iPad dann noch mehr Möglichkeit, auch unterwegs halt immer auch zu zeichnen und dadurch vielleicht auch schneller besser zu werden. Und dann, wie du es eben auch gerade schon gesagt hast, die ganze Selbstpräsentation, die ganzen Auftritte, also wo es früher tatsächlich wahrscheinlich der Weg über die Anthologie überhaupt die Möglichkeit war, an ein gewisses Publikum erstmal ranzukommen, dass die eigenen Sachen und den eigenen Namen mal irgendwo wahrnehmen, kann man sich natürlich jetzt halt über die digitalen Plattformen, über Social Media schon selbst präsentieren. Und wenn man dann auf einer Messe mit eben einem kleinen Heft selber ist, dann kennen einen Leute eventuell eben auch schon aus dem Netz und andere können einen dann da kennenlernen. Ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr interessante Aspekte, die man also mitbedenken muss. Ich weiß, wir haben mit Jeff vor Jahren mal in einem anderen Podcast auch gesprochen, wo er auch so mal drüber gesprochen hat. Naja, das ist jetzt echt schon lange her auch. Das ist auch irgendwie wieder 6 Jahre sein oder so. Dass er zu dem Zeitpunkt, ich will ihm da jetzt keine Worte in den Mund legen. Er hat sicherlich nicht den Begriff Nachwuchs benutzt, aber dass er irgendwie gerade nicht so sieht, wo die neuen Leute herkommen. Und ihr kommt ja aus dieser Generation, nennen wir es mal irgendwie Comicblog. Das sind ja sehr, sehr viele Menschen. Also ich habe das ja als Comicleser und als Besucher des Comic-Salons und ein bisschen Beobachter der deutschen Comic-Szene ja quasi so von außen wahrgenommen und habe eure ganzen Namen dann eben auch alle so kennengelernt und auch irgendwie so eine gewisse Generation an Comic-Schaffenden kennengelernt, die dann eben in eurer Anthologie waren und dann auch angefangen haben, eigene Sachen zu machen und die aber auch sehr, sehr viel eben aus dem Comic-Blog kamen, und dann gab es ja den Kurt-Schalker-Preis für grafisches Blogen und sowas. Es war ja so eine ganze, wirklich wie so eine Bewegung in so einem Moment dann auch.
Und ja, wie du es jetzt schon beschrieben hast, natürlich auch jetzt, ihr seid auch alle älter geworden, Familien gegründet, die Zeit ist nicht mehr so für alles dann da, wenn ihr 2006 angefangen habt und da war das natürlich alles noch ganz anders. Was ist denn so dein Eindruck? Ich weiß gar nicht, warst du dieses Jahr in Erlangen? Ja, ich war in Erlangen, allerdings so mit Familie. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich nicht viel von der Messe gesehen. Wir waren eigentlich nur mit unserem Kind auf der Wiese im Schlossgarten und haben irgendwie ein bisschen mit Leuten gequatscht und haben uns irgendwie so ab und zu mal in so ein Zelt reingetraut kurz. Mhm. Ich habe so eine Signierstunde bei Zwerchfell gehabt und meine Freundin Katja Klengel hat auf der Wiese so ein paar von ihren neuen Büchern, die beim Schwarzer Turm Verlag erschienen sind, signiert. Aber ansonsten war das mehr so ein kleiner Urlaub für uns. Das ist ja auch das ist ja auch so schön zu sehen, dass, also zumindest habe ich wieder das Gefühl, eben, dass eure Generation ja immer noch sehr, sehr stark vernetzt ist und da auch wirklich ja starke Freundschaften ja auch draus entstanden sind. Und das, für mich ist es auch wieder sehr, sehr interessant, weil das auch wieder so, ja, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber das ist auch so eine Zeit, in der ich einfach nicht aufgewachsen bin, dass Menschen sich in Comicforen kennenlernen und da Kontakte schließen und Beziehungen fürs Leben irgendwie auch draus entstehen. Kriegst du irgendwie was mit? Hast du irgendwie einen Eindruck, wie das heute ist? Gibt es sowas heute auch oder gibt es das eben nicht, weil die Leute sich jetzt eher einzeln präsentieren oder kriege ich es nicht mit? Es kommt ja dann auch noch so dazu, dass das ist auch so ein Gespräch, das ich in letzter Zeit häufiger führe. Eben Menschen, die einfach direkt irgendwie auf Tapas oder Webtoons oder so veröffentlichen und da eine starke Leserschaft habe, die aber mir nicht so ins Auge fällt, weil ich mich in dem Bereich noch nicht so gut auskenne. Hast du irgendwie einen Vergleich oder einen Eindruck davon, wie das so quasi zu eurem Beginn war, zu euren Anfangszeiten und heute? Ja, also es kann natürlich sein, dass es auch irgendwie Dinge gibt, die ich nicht mitkriege. Aber ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass so dieses starke Vernetzen und dieses Gruppenbilden nicht mehr in der Form gibt. Dass es vielleicht noch so ein bisschen passiert an den Hochschulen, wo so Illustration und Comic unterrichtet wird, die ja dann teilweise auch irgendwie so eigene Zines rausbringen zusammen und auch noch so. Da werden vielleicht auch noch so Kollektive gegründet oder so. Aber ich habe das Gefühl, im Internet, die Comic-Community ist nicht mehr ganz so stark miteinander verknüpft, wie das irgendwie noch so in dieser Comic-Blog-Ära war. Und dass halt eher die Leute halt ihre eigene Social-Media-Präsenz aufbauen und dann natürlich folgt man sich gegenseitig und inspiriert sich gegenseitig. Aber ich weiß nicht, ob so jetzt die Leute, die 10, 15 Jahre jünger sind als ich, jetzt in dem Maß irgendwie immer so dieses gemeinsame Ding machen, also gemeinsame Anthologien rausgeben, wie wir es eben gemacht haben. Aber wir haben auch dann irgendwie so Klassenfahrt nach Angoulême, haben wir es dann genannt, und sind dann irgendwie zu siebt oder so einfach zusammen nach Angoulême gefahren und uns da mal die Messe angeguckt und irgendwie so ein kleines Heft mitgenommen, was wir selber auf Französisch übersetzt haben, wahrscheinlich mit vielen Fehlern, und dort den Leuten in die Hand gedrückt haben. Und diese 24-Stunden-Comic-Events, die wir regelmäßig gemacht haben, auch einfach halt in so einer Freundes- und KollegInnen-Gruppe. Das klingt ein bisschen halt irgendwie das ganze Land auch so überspannt hat. Also es ist halt nicht so, dass man sagt, okay, wir sind jetzt hier die regionale Comic-Szene und eben zum Beispiel durch eine Hochschule oder durch irgendein, weiß nicht, ob Stammtische jetzt wahrscheinlich auch stark gelitten haben unter der Pandemie, aber da gibt es natürlich auch teilweise noch diese Comic-Stammtische, worum sich dann so eine Szene formiert. Aber ja, diese überregionale Vernetzung der verschiedenen Leute, die alle irgendwie Webcomics und Online-Blogs machen, ich habe das Gefühl, die gibt es gerade in der etwas jüngeren Generation nicht mehr so stark. Und ja, ich finde es ein bisschen schade. Also wenn es so ist, vielleicht müsstest du mal ein Interview mit irgendwie ComiczeichnerInnen, die eben gerade erst irgendwie 24 sind, führen. Und dann findet man raus, dass es da doch ganz viel gibt. Aber ja. Ja, es klingt ein bisschen so, zumindest jetzt aus unserer eingeschränkten Perspektive hier in diesem Gespräch, dass es im Moment anscheinend so mehr den tatsächlich persönlichen, physischen Kontakt braucht, um gemeinsam was zu machen. Also ich weiß, es gibt ja in Leipzig dieses Snail Eye Festival, das jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr stattgefunden hat. Und da gibt es, so ich das verstehe, auch immer eine Anthologie,
dazu, wo eben die, oder nicht, wahrscheinlich nicht alle, aber Teile der Menschen, die dort an diesem Festival teilnehmen, dann eben auch ein gedrucktes Werk zusammen rausbringen. Oder eben, du hast Hochschulen angesprochen, die sind ja auch auf dem Salon immer sehr stark vertreten. Also vielleicht ist es tatsächlich so, wenn Menschen sich sowieso zusammen an einen Tisch setzen, dass sie dann auch anfangen, zusammen was rauszubringen und vielleicht dabei auch das haptische Erleben des Comics irgendwie mitbrauchen. Also vielleicht ist es so dieses, wir bringen zusammen ein Buch raus, mehr Ansporn, das zusammen zu machen, als wir bringen zusammen einen Webcomic raus. Weil dann wahrscheinlich doch auch wieder irgendwie sowas wie, ja, lasse ich jetzt irgendwie ein 12-Seiten-Heft drucken oder tue ich mich mit 10 Leuten zusammen und wir machen 120-Seiten-Buch, das wir dann irgendwie präsentieren können. Habe ich auch jetzt keine endgültige Lösung zu dem Aspekt, aber finde ich auf jeden Fall schon mal interessante Gedankenanstöße. Ja, ich würde tatsächlich auch sagen, dass diese von uns wahrgenommene Änderung in der Szene so ein Stück weit auch dazu beigetragen hat, dass wir jetzt gesagt haben, okay, jetzt ist eigentlich vielleicht mal der Punkt gekommen, wo wir Josiah beenden können, weil es sich so in den letzten Jahren von Josiah ein Stück weit so angefühlt hat, als würden wir eigentlich immer die gleichen Leute noch wieder ranholen, die teilweise zwar eh schon ihre Verlagsveröffentlichungen haben, aber dann trotzdem halt sagen, okay, jetzt nehme ich mir noch mal Zeit, eine Kurzgeschichte zu machen, anstelle von halt der eigentlich ursprünglichen Ausrichtung von Josiah zu sagen, okay, wir sind Leute, die alle noch, also irgendwie eine Gruppe von KünstlerInnen, die alle noch nicht so richtig viel veröffentlicht haben, die irgendwie neu in der Szene sind und jetzt mal präsentieren wollen, was wir können in so einer Anthologie. Ja. Ja, wie du auch schon gesagt hast, viele von den Menschen bringen ja eben auch eigene Bücher mittlerweile raus und sind dann nebenbei noch mit einer Kurzgeschichte in so einer Anthologie, auch so ein bisschen aus Tradition wahrscheinlich, weil man da schon immer mit dabei war, dann macht man halt wieder einen Sechsseiter oder so. Aber ich an der Stelle würde ich jetzt gleich mal eben kurz eine Frage einschieben, die vom anderen Andi kommt. Der andere Andi von den Comic-Cookies, / vom Telestammtisch, der sagt, ich würde von Adrian gerne eine allgemeine Einschätzung zu Anthologien hören. Hält er das noch für ein tragfähiges Konzept? Würde er das nochmal so machen? Was anders? Warum nicht digital? Ein paar Sachen haben wir jetzt wahrscheinlich schon angerissen, aber ja. Allgemein zu Anthologien, wir haben jetzt vor kurzem ja erst gesehen, dass War Comics auch zu Ende geht oder zu Ende gegangen ist. Anthologie in einem anderen Format, also eher so im Heftformat, also ja, deutlich anders als Jazam, aber du hast Panik Elektro vorhin auch schon angesprochen, gibt es auch nicht mehr. Und ja, was denkst du allgemein zum Stand von Anthologien und ja, was hat er noch geschrieben? Tragfähiges Konzept, würde das nochmal so machen, was anders, warum nicht digital? Ja, die Frage ist, ob es überhaupt jemals ein tragfähiges Konzept war. Ich meine, wir haben Josiah jetzt diese Jahre gemacht und das war sehr cool, aber es war jetzt nie so, dass man irgendwie dann ein richtig großes Publikum erreicht hat oder dass sich das irgendwie finanziell gelohnt hat. Das war halt was wir aus Spaß an der Sache irgendwie gemacht haben. Und mit viel Arbeit auf Messen hat man halt ein paar von den Bänden losgekriegt. Aber Anthologien sind auch selbst irgendwie in der Belletristik nichts, was sich gut verkauft im Normalfall, weil einfach viele Leute sich das dann angucken und sagen, ja, mir gefallen irgendwie 3 von den Geschichten, aber die anderen 2 gefallen mir dann nicht. Und dann holen sie sich lieber irgendein Buch, was von vorne bis hinten Sachen enthält, wo sie wissen, dass es irgendwie ihr Ding ist. Deswegen haben es Anthologien, glaube ich, schon immer ein bisschen schwer. Und naja, jetzt ist es eben dann zusätzlich dadurch erschwert, dass es den einzelnen KünstlerInnen so leicht gemacht wird, halt einfach selber Dinge zu veröffentlichen und selber direkt ein Publikum zu erreichen. Und vielleicht ist es deswegen nicht mehr ganz so ein zeitgemäßes Konzept, auch wenn es eben, ja, eben wir gerade schon auch drüber geredet haben, total cool ist, um halt eben so eine Community auch zu bilden und so Leute kennenzulernen und sich irgendwie zu vergleichen und sich Sachen abzugucken und auszutauschen. Ich glaube, es gibt schon noch ein paar Anthologien. Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie alle aussterben, was natürlich sehr schade ist, dass War Comics jetzt quasi gleichzeitig mit uns auch aufhört. Es gibt zumindest so so ein bisschen so in dem Artsy-Kunst-Comic-Bereich gibt es halt noch so Sachen wie Spring. Kommt jetzt auch gerade eine neue Ausgabe raus, habe ich gesehen. Genau, das geht auf jeden Fall anscheinend noch weiter. Und eben gerade von diesen Hochschulen gibt es so ein paar Sachen. Dann habe ich tatsächlich vor ein paar Monaten einen Einseiter gezeichnet für Moga Mobo. Die gibt es, glaube ich, sogar noch länger als uns.
Und die lassen sich irgendwie auch immer wieder noch ganz neue Konzepte aus einfallen. Haben jetzt gerade so ein Heft gemacht zum Thema Musik oder Hitsongs, Greatest Hits, wo jeder und jede irgendwie eine Seite hatte, um einen irgendwie Song zu illustrieren, so als kleinen Comic. Also die gibt's auf jeden Fall noch. Ja. Wir haben bei den Comic-Cookies ja auch schon die Cosmic-Anthologie besprochen, die halt jetzt speziell Science-Fiction-Stories dann macht. Also, aber genau wie du es sagst, also ich sehe das auch. Ich bin selbst auch, muss ich sagen, kein großer Anthologienleser. Wahrscheinlich genau aus den Gründen, die du auch genannt hast. Dann sind halt ein paar Sachen gefallen einem dann, aber dann sind das halt irgendwie 6 Seiten für eine Geschichte und dann hat man so ein dickes Buch, das man dann vielleicht nicht wiederliest. Und ich glaube, es ist eine sehr spezielle Zielgruppe, die genau so ein Format mag. Die aber dann eben wahrscheinlich nicht groß genug ist, um sowas dann eben auch wirklich dauerhaft am Leben zu erhalten, wenn jetzt eben nicht die Machenden dahinter einfach mit so einer Leidenschaft und Aufwand zeitlich und monetär und was auch immer das einfach am Leben erhält. Aber wirtschaftlich wir wissen ja alle, im Comic ist es sowieso schwierig, wirtschaftlich zu sein, also beziehungsweise damit Geld zu verdienen. Anthologien haben es dann vielleicht noch ein bisschen schwieriger und haben vielleicht auch noch ein bisschen mehr Aufwand im Hintergrund, also zumindest für die Redaktion, die dann irgendwie halt die 50 Leute irgendwie auch einsammeln muss, um so ein Band dann auch zu füllen. Naja. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, ganz im Allgemeinen, also die Kurzgeschichte ist einfach nicht das populäre Format, sondern halt eher der Roman, ja, oder eben die Fortsetzungsgeschichte, wenn wir jetzt mal aktuelle Fernsehserien oder so hernehmen. Also ist das längere Format, die längere Geschichte ist das populärere. Und dann eben auch noch eine Sammlung von unterschiedlichsten Menschen, wo man nicht zwingend jeden Stil mag. Klar. Ja. Ich muss ganz sagen, gerade noch, mir ist gerade noch aufgefallen, Andi hat ja noch gefragt, warum nicht digital? Ja. Und ich glaube, digital würde sich so ein Anthologie-Konzept nicht so wirklich tragen. Also da hat man dann halt zu viel Konkurrenz durch die ganzen anderen Online-Plattformen. Also da ist dann halt wirklich die Frage, warum sollte ich jetzt irgendwie in so einer digitalen Anthologie mitmachen, statt einfach selber meinen Comic bei Tapas hochzuladen oder bei Instagram oder wo auch immer. Tatsächlich meine allererste Veröffentlichung noch vor Josam war in einer digitalen Anthologie. Damals gab es Inkplosion. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder davon gehört hast. Das war eigentlich auch eine ganz coole Sache, wo die halt damals gesagt haben, okay, wir bringen einfach so ein Heft raus, halt wie so ein Fanzine, aber machen das rein digital und überregional, weil die meisten Fanzines zu der Zeit halt eben eher so an bestimmte Städte geknüpft waren. Und da war eigentlich auch ziemlich vieles cooles Zeug drin. Aber das war halt auch in der Zeit, wo eben die Leute noch nicht eigene Websites und eigene Blogs und eigene Social Media hatten und deswegen dann auch diese Möglichkeit gebraucht haben. Ah, da hat jemand eine Webseite aufgebaut, wo man seinen Comic zeigen kann. Und da muss man dann irgendwie mitmachen. Das ist natürlich auch so ein Aspekt. Allein schon das Verschicken von Comic-Seiten ist natürlich durchs Digitale so viel leichter geworden, dass man dann eben auch 50 Leute aus ganz Deutschland für eine Anthologie auch zusammenkriegt und es eben nicht so lokal gebunden ist, wie du es gerade erwähnt hast, dass man es halt mit den zweiten Leuten, die man eh um sich rum hat, dann macht. Ich wollte nochmal kurz zu dem Punkt zurückgehen, wo ich auch gesagt habe, ja, eben unterschiedliche Stile, mag man vielleicht nicht alles oder irgendwie so. Das ist mir jetzt bei eurer, das ist natürlich eine sehr, sehr persönliche, subjektive Angelegenheit auch, aber bei eurer neuen Anthologie ist mir das aufgefallen, dass ich da einen sehr, sehr hohen Anteil hatte, den ich wirklich mochte. Was ich nicht bei allen immer habe, aber da, was ich, wahrscheinlich auch wirklich die Qualität sehr, sehr, sehr hoch ist. Du hast ja auch gesagt, ihr habt das jetzt ja nach Einladung gemacht. Also es sind dann auch Menschen, die ihr schon länger kennt und die auch schon länger dabei sind, die schon viele Comics gemacht und veröffentlicht haben. Und wie gesagt, also gerade jetzt bei der neuen Ausgabe, gut, Cover mag ich sowieso, ist eh klar. But don't judge a book by its cover. Aber wenn Dozer auf dem Cover ist, dann hat man schon mal was Hübsches auf dem Tisch liegen zumindest. Ja. Aber auch drinnen, wie gesagt, muss ich sagen, fand ich sehr, sehr, sehr gut. Wie sehr, also wir haben ja gesagt, es gibt immer so ein übergreifendes Thema der aktuellen oder der kommenden Ausgabe ist Coming of Age. Gibt es von eurer Seite als Redaktion irgendwie auch eine redaktionelle Begleitung, ob es jetzt bei der Ausgabe ist oder bei älteren Ausgaben, wo vielleicht auch mehr Menschen dabei waren, die vorher noch keinen oder wenig Comics veröffentlicht haben, was so das Erzählerische, die inhaltliche Gestaltung oder auch so ein bisschen die grafische Gestaltung angeht. Zuhörenden wissen, dass ich immer so ein bisschen der aufs Lettering und
Platzierung von Sprechblasen und so guckt. Mhm. Mischt ihr euch da ein oder gebt ihr da Tipps auf Nachfrage oder überlasst ihr das den jeweiligen Leuten komplett selbst? Ja, also so ein bisschen eingemischt haben wir uns da schon immer. Also gerade beim Lettering ist auch was, wo ich immer dann oft den Leuten gesagt habe, okay, ja, der Comic ist super, den nehmen wir, aber bitte nochmal neu lettern irgendwie. Also manchmal echt, geben es eine Art dann in so einem Standard-Maschinenfont irgendwie, wie so ein altes lustiges Taschenbuch. Und das wollten wir halt irgendwie nicht, wollen irgendwie, dass das Lettering wirklich schön ist. Und manche wissen, also platzieren das dann auch nicht so gut in den Sprechblasen und solche Sachen. Da habe ich auf jeden Fall, also beim Lettering habe ich, glaube ich, am meisten Feedback gegeben oft. Und ja, also so eine gewisse redaktionelle Begleitung gibt es auch beim Inhaltlichen und Zeichnerischen, wenn wir sagen, hier ist jetzt ein Panel dabei, da verstehe ich nicht, was da passiert, da erkenne ich irgendwie nicht, was da erzählt werden soll, dass Leute das nochmal korrigieren. Und ganz am Anfang, so in den ersten paar Ausgaben, habe ich dann sogar manchmal, bin ich dann manchmal so weit gegangen, dass ich im Nachhinein wahrscheinlich sogar ein bisschen übergriffig war, dass ich dann Leuten, die wirklich noch so relativ neu waren, dann gesagt habe, hier, also wenn es so ein bisschen realistischerer Stil war, hier stimmt die Anatomie nicht und ich skizziere dir mal kurz drüber, wie ich das machen würde. Das ist natürlich vom Zeitaufwand her ziemlich, also gar nicht machbar für irgendwie einen großen Teil der Beiträge. Und müsste man wahrscheinlich, also heutzutage würde ich da auf jeden Fall vorher mehr nachfragen, ob die Leute das überhaupt irgendwie wollen. Klar. Aber das ist ja an sich eigentlich auch eine gute Sache für Menschen, die so auch am Beginn ihrer zeichnerischen Karriere stehen, Feedback überhaupt kriegen zu können von Menschen, die es schon länger machen, die es schon oft gemacht haben, die zum einen selbst schon viel gemacht haben, aber eben auch schon viel gesehen haben. Also ihr jetzt als Redaktion beschäftigt euch ja dann eben nicht nur mit den eigenen Werken, sondern ihr seht dann pro Ausgabe irgendwie noch die Geschichten von 50 anderen Leuten und schaut die ja auch jetzt mit einem ganz anderen Blick an, nicht einfach nur so, ich lese es halt mal durch, sondern eben auch eben mit dem Blick aufs Formale und das, weil ich, also auch hier wieder, ne, ich habe nicht so viel Einblick, wer gerade die jungen Zeichnenden sind und wo die sich rumtreiben und was die machen, aber ich sehe auch einfach bei Veröffentlichungen, bei großen Verlagen. Ich würde einfach gerne mal mit den Redakteuren, Redakteurinnen und auch den Comic-Schaffenden an einem Tisch sitzen und mal fragen, was habt ihr euch denn da gedacht? So, also, wieso ist die Sprechblase denn da und nicht da? Und ich habe jetzt diese Woche wieder einen Comic gelesen, wir nehmen heute Abend noch die neue Folge Comic-Cookies auf, da werden wir den auch besprechen, da werde ich diese Fragen auch wieder stellen, wo ich mich dann frage, das ist, Carlsen bringt das raus, da sind zwei Namen als Redaktion dran beteiligt, gibt es da irgendwelche Konventionen, in dem Fall geht es jetzt um einen Manga, gibt es da jetzt im Manga irgendwelche Konventionen mit den Sprechblasen, also ein deutscher Manga wohlgemerkt, ja? Also es ist kein japanischer Übersetzer, sondern ein deutscher Manga. Also die Sprechblasen sind selber so gemacht und bewusst so gesetzt. Und ich beim Lesen habe ganz oft die Frage, wieso denn jetzt das? Also keine Ahnung, das sind immer so Sachen, wo ich mir denke, gibt es da irgendwie nicht so die richtige Anleitung für NachwuchskünstlerInnen, dass eben sowas auch mit bedacht wird oder sehe ich einfach die Manga-Konventionen nicht und habe deswegen Schwierigkeiten bei der Reihenfolge der Sprechblasen. Hm. Ja. Das ist auch noch so ein Ding, das mir vorhin noch so eingefallen ist, eben mit Anthologien, wenn man dann ja versucht, also so ein bisschen eine Einheitlichkeit, eine Homogenität braucht es wahrscheinlich eben auch. Und ja, Menschen, die im Manga-Format veröffentlichen, haben es dann wahrscheinlich wieder schwieriger in solchen Anthologien. Es gab dann natürlich schon so Mischformen mit. Die Mangas werden dann halt von der anderen Seite gelesen und in der Mitte trifft sich es dann so. Und so von vorne lesen und von hinten lesen. Oder eben die Leute, die generell gewohnt sind, digital zu veröffentlichen und sich gar nicht so sehr mit Druckwerken beschäftigen, sondern eher normal, wenn sie halt auf eine Messe gehen und was zum Verkaufen brauchen, dass sie dann mal was drucken. Und dann auch zur Frage vom Andi nochmal zurück, eben zu digitalen Anthologien. Da ist natürlich dann auch schon wieder die Frage, wenn ich auf Webtoon oder Tapas veröffentliche,
bin ich dann nicht auch schon irgendwie Teil von einer Anthologie, ohne es so richtig, das ist nicht so richtig eine Anthologie, aber es ist halt irgendwie die größte so eine Anthologie der Welt. Ja, es ist halt so eine Plattform für Geschichten. Manche sind länger, manche sind kürzer und jeder kann irgendwie mitmachen. Es gibt natürlich nicht, es gibt nicht dieses einheitliche Thema, wie es jetzt bei euch der Fall ist, aber das ist ja jetzt auch nicht bei allen Anthologien so, dass es immer so einen roten Faden in den Geschichten gibt. Aber ja, immer wird mir interessant sein, das über die nächsten Jahre zu beobachten. Also ich bin relativ sicher, dass es immer wieder irgendwelche Anthologien geben wird. Also irgendeine Gruppierung wird sich bestimmt finden und was rausbringen. Es wird sicherlich interessant zu sehen sein, ob es jemand so lange durchhält wie Jazam. Weil das schon, also wenn man die Bände alle zu Hause stehen hat, dann hat man schon einen guten Teil vom Regal ja gefüllt. Mhm. Das sind ja wie gesagt auch keine dünnen Bände. Aber ja, also ich denke schon, dass da sich halt noch viel nach digital verwandelt. Wir haben in letzter Zeit häufiger so die Frage auch nach dem deutschen Comic-Mainstream gestellt. Mhm. Und dann stellt sich für mich auch immer die Frage, wo gucken wir denn überhaupt hin? Also was nehmen wir in den Topf alles mit rein? Also allein schon eben Manga und Nicht-Manga und dann auch eben digital. Also ich glaube auch, dass das vom Publikum her, dass es da gar kein einheitliches Publikum gibt. Also ich glaube, es in größten Teilen ist es wirklich so getrennt, die einen lesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur Manga, dann gibt es die nur digital lesen und dann gibt es die nur physisch nicht Manga lesen und dann gibt es da gar keine Vermischung und dann gibt es dann jeweils innerhalb dieser bestimmten Gruppen dann wieder vielleicht einen Mainstream. Ja, sehr kompliziert, sehr interessant, aber ja, wir haben tatsächlich immer mal wieder auch versucht, so ein paar Leute aus dem Manga-Bereich bei uns mit reinzukriegen. Also gerade der David Filecki hat ja auch sehr viel für Jazam gemacht, wobei seine Jazam-Beiträge dann halt nicht ganz so Manga-esk sind, wie die Sachen, die er vielleicht dann bei Manga-Verlagen rausbringt. Und er hat uns dann auch immer mal wieder noch so ein paar andere Manga-Leute empfohlen, die dann bei uns dazugekommen sind. Das fand ich eigentlich ganz schön. Hätte ich eigentlich auch gerne noch mehr gemacht, aber war auch gar nicht so einfach, die dann manchmal zu uns zu kriegen, weil sie, wenn sie in Jazam veröffentlichen, dann halt doch eben westliche Leserichtung machen müssen, in späteren Bänden dann am besten in Farbe. Dann halt, ne, so Manga-Kapitel sind ja gerne mal dann irgendwie 40 Seiten lang und das geht natürlich in so einer Anthologie auch nicht so ohne weiteres. Und deswegen hat sich das immer nicht so ganz so gemischt, wie ich es gerne gemocht hätte, weil ich persönlich lese sowohl sehr viel Mangas als auch alle möglichen westlichen Comics. Und finde eigentlich beides sehr spannend. Ja, also das ist, ich habe schon auch bei eurer Generation damals den Eindruck gehabt, dass da einige Menschen dabei waren, denen man auch angesehen hat, dass sie so vom Manga kommen, dass sie mit Manga aufgewachsen sind und das auch zeichnerisch dann sich auch rausgebildet hat, die dann aber auch im Laufe der Zeit so, ja, einen eigenen Stil entwickelt haben, der irgendwie so dazwischen liegt. Also Olivia Viehweg zum Beispiel ist auch so ein Beispiel für mich damals gewesen, wo am Anfang sehr deutlich so bestimmte erzählerische Mittel aus dem Manga gesehen hast, auch wenn der Comic, also zum Beispiel die erste Version von Endzeit, die damals beim Schwarzen Turm noch erschienen ist und vorher in diesem Gratisheft, da habe ich so immer den Eindruck, okay, du merkst wirklich so erzählerisch, da sind Manga-Einflüsse drin, auch wenn jetzt der eigentliche Zeichenstil jetzt nicht sofort Manga schreit. Und das fand ich sehr, sehr spannend auch an dieser Generation. Also wenn man mal so die, aus meiner Beobachtung zumindest die vorherige Generation, was so mein Jahrgang ist, so die Mit-70er oder Naomi Fern, Flix, Marvel und dann die noch ein bisschen älteren mit Oesterle, Kleist und so, dem man noch ansieht, dass die nicht so sehr mit Manga aufgewachsen sind, aber auch irgendwie ein bisschen so eine Generation deutscher Comic waren, wo deutscher Comic so, ja, wieder mehr nach vorne getreten ist, mehr bekannt wurde, diese Hochschulcomics, eben gerade wie Marvel und auch Flix, die dann so, ja, groß geworden sind. Und dann ihr, so für mich zumindest, so die nächste Generation, die dann eben schon in einer digitaleren Welt aufgewachsen sind und dann eben auch in einer Welt mit mehr Manga und Anime. Und das dann eben auch so in den deutschen Comic gebracht haben, das ja, fand ich auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannend, das über die Jahre dann eben auch zu beobachten, wie sich die einzelnen Leute dann da auch so entwickelt haben. Ich habe jetzt halt, in den letzten paar Tagen einen Haufen Zeug gelesen und hauptsächlich halt Sachen auch von dir. Also ich habe gesagt, die neue Jazam-Ausgabe, die vorherige Jazam-Ausgabe habe ich gelesen, dann deine ganzen Sachen, die auf Tapas sind, was, soweit ich das jetzt verstanden habe, so ziemlich alle deine Jazam-Beiträge sind, die du auf Tapas gestellt hast und dann die Monster Party noch und so und
was ich bei deinem Stil sehr interessant fand, und also ich habe viel gelesen diese Woche, teilweise vielleicht auch ein bisschen schnell und auch nur einmal, weil es war nicht so viel Zeit und natürlich auch vollkommen durcheinander. Also die auf Tapas sind ja auch jetzt irgendwie nicht so chronologisch irgendwie veröffentlicht, zumindest habe ich sie nicht so gelesen. Ich habe bei deinem Stil so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich dich immer erkennen würde am Strich. Mhm. Also da ist sehr, sehr viel Entwicklung über die Jahre drin, sehr unterschiedliche Stile schon fast, dann ja Schwarz-Weiß versus Farbe, aber auch die Farbsachen teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Führ mich mal ein bisschen so durch deine eigene Zeichenkarriere. Wie hast du angefangen? Mit was für Werkzeug hast du angefangen? Wann bist du auf digital umgestiegen? Wie hast du angefangen, mit Farbe zu arbeiten? Mir ist aufgefallen, dass du relativ früh auch mit deinen Graustufen schon sehr, sehr sicher warst. Also das sind so Sachen, die ich beobachtet habe. Sehr, sehr gute Panel-Komposition, Perspektiven, sehr, sehr spannend teilweise, klares Erzählen, also auch gerade was jetzt eben die einzelnen Panels angeht, aber auch sowas wie Sprechblasen platzieren und so und dann eben Graustufen. Ja, genau, erzähl mal ein bisschen, wie hast du angefangen zu zeichnen und was hat dich zu deinem heutigen Stand geführt? Also angefangen, also so einen richtigen Anfangspunkt kann ich fast gar nicht nennen, weil ich einfach schon immer gezeichnet habe. Es gibt ja manchmal KünstlerInnen, die dann so halt so als ganz kleines Kind malt ja jeder irgendwie und zeichnet und dann hört man halt auf und dann fängt man irgendwie mit 15 wieder an. Das gab es bei mir eigentlich nicht. Ich habe schon im Vorschulalter habe ich schon so Bildergeschichten gezeichnet, wo dann meine Eltern irgendwie Sprechblasen dazu schreiben sollten und ich irgendwie gesagt habe, hier, schreib mal, dass die Figur das sagt und so. Und habe dann halt auch irgendwie schon in der, naja, so in der fünften Klasse habe ich irgendwie schon so selbst kopierte Hefte in der Schule verteilt und so Sachen mit Comics. Und das Ganze zu digitalisieren, auf die Idee bin ich, glaube ich, dann wirklich gekommen, als ich das Comicforum auch entdeckt habe mit 15, 16 oder so. Und da habe ich dann eben angefangen zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal die Sachen, die ich so zeichne, den Comic, den ich da gerade gemacht habe, das war irgendwie so eine Fantasy-Geschichte, die habe ich dann eingescannt und im Comicforum gezeigt. Und da habe ich dann eben auch schon gemerkt, dass viele tatsächlich digital zumindest kolorieren und das dann auch so ein bisschen probiert, mir dann eben dieses Anfänger-Tablet geholt und irgendwie von irgendjemandem habe ich Photoshop bekommen und habe dann darum experimentiert und dann tatsächlich auch schon angefangen, ein bisschen digital zu arbeiten. Und ja, von der Arbeitsweise wurde es dann immer digitaler. Das letzte größere, was ich analog gemacht habe, war eigentlich nur noch diese 24-Stunden-Comics, wo ich dann halt, einfach weil ich damals auch noch kein iPad hatte, mit dem ich jetzt bei so einem 24-Stunden-Comic-Event einen Comic zeichnen könnte, noch mit Bleistift auf Papier gearbeitet habe und das dann später nachbearbeitet habe. Ansonsten arbeite ich jetzt eigentlich fast nur noch digital, auch halt beruflich als Illustrator. Ist das einfach praktischer und beim Comic finde ich es eigentlich auch mittlerweile viel praktischer, wenn man halt die Sachen in den Panels noch hin und her schieben kann und größer und kleiner machen kann und so. Das geht halt auf dem Papier nicht. Wenn du dann mal das gemacht hast und dir gefällt die Komposition nicht mehr, dann hast du halt verloren oder musst es dann irgendwie erst digitalisieren und dann wieder nachbearbeiten. Ansonsten zu meinem Stil würde ich sagen, es stimmt auf jeden Fall, glaube ich, dass man das manchmal nicht so gut wiedererkennt. Das ist auch sowas, was ich dann oft selber als Problem gesehen habe. Habe ich überhaupt einen Stil und erkennen mich Leute an meinem Stil? Beziehungsweise, wenn ich ihn immer wieder ändere, gibt es dann überhaupt Leute, die das lesen und dann das nächste auch wieder lesen wollen, wenn es völlig anders aussieht? Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich so viele verschiedene Comics lese. Ich habe ja schon gesagt, dass ich eben auch sowohl Mangas als auch westliche Comics lese, aber ich lese halt auch irgendwie so franco-belgische Alben, ich lese Graphic Novels, ich lese eher so Kunstcomic-Zeug. Ich habe eigentlich eine sehr, sehr breit gefächerte Comic-Sammlung und finde das alles sehr spannend. Und dann gibt es immer wieder Sachen, die mich interessieren und faszinieren. Und dann sage ich, okay, oh, dieser Comic gefällt mir jetzt total. Und irgendwie finde ich es geil, wenn meine Sachen ein bisschen mehr aussehen wie das. Und dann probiere ich das halt mal aus. Und beim nächsten Comic will ich dann wieder was anderes ausprobieren. Und dadurch hat sich das im Laufe der Jahre immer mal wieder ziemlich stark gewandelt. Das ist natürlich jetzt im Kurzgeschichtenformat auch sehr, sehr gut machbar, wenn es auch nicht irgendwie darum geht, dass die Figuren immer gleich aussehen und wiedererkennbar sind oder so, sondern
man immer wieder was Neues machen kann. Also es ist auf jeden Fall, also für meinen Eindruck eher so die Ausnahme. Also ich habe schon den Eindruck, dass die meisten so relativ ihren Stil haben, den natürlich weiterentwickeln und irgendwie verfeinern und so, aber dass man schon Gemeinsamkeiten von einem Werk zum anderen auch schneller sieht. Also die sind bei dir sicherlich auch vorhanden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da jeder Comic immer komplett anders aussieht als der andere. Aber das ist, wenn du die jetzt alle nebeneinander legen würdest, beziehungsweise ist es auch so, die sind in so einer Anthologie, du blätterst die Anthologie durch und ich weiß nicht, ob ich so beim Durchblättern jedes Mal sofort sagen könnte, das ist die Adrian von Bauer-Geschichte. Mhm. Was bei anderen halt so der Fall ist. Also den Jeff Shear kennst du halt immer oder Tim Gaedtke eigentlich auch und so und einige andere Leute. Apropos einige andere Leute, wollen wir mal kurz sagen, also ich weiß nicht, wie viel eigentlich schon veröffentlicht ist, wer in der neuen Anthologie so mit drin ist. Ist das schon für die Öffentlichkeit gedacht? Beim Kickstarter sind Leseproben von fast allen Geschichten im Buch zu sehen, also jeweils eine Seite so. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal... steht dabei, wer es ist, also genau, können wir auf jeden Fall mal durchgehen. Also, ich habe jetzt das Inhaltsverzeichnis vor mir und ich würde jetzt einfach mal die Namen einfach mal so vorlesen, dass die Zuhörenden wissen, was sie in dem Band erwartet. Also, Christopher Tauber und Vero, dann Yinfinity, Johannes Lott, Lapino, Johanna Schlogger-Baumann, Martin Ratschek, David Filecki, Grobert, Franz Süß, Adrian von Bauer, Maximilian Hillerzeder und Lea Hillerzeder, David Filecki nochmal mit Natalia Schiller, dann Nico Simon, Jeff Shi, Mike Loos, Katharina Nitolitzki, Sarah Spock-Nieves und Raphael Ruh, falls ich das richtig ausspreche. Ich glaube schon, ja. Nochmal David Filecki, Sven, Chris Alicke mit Florian Steinl, wieder David Filecki, nochmal Mike Loos, Matthias Lehmann und nochmal David Filecki. Ja, der ist, also David Filecki ist so absurd produktiv. Ja. Und also sprudelt so über von Kreativität. Wir haben ja als Vorgängerband zur aktuellen Ausgabe haben wir eine Anthologie gemacht, nur mit seinen Geschichten aus den vorherigen Giselle-Bänden, aber auch noch ein paar zusätzliche, die er dann alle auch nochmal überarbeitet hat und noch zusätzliche Sachen gezeichnet hat. Der macht irgendwie so viel. Und wenn man dann so einen langen Entstehungsprozess hat, wie wir diesmal, weil wir haben ja den ursprünglichen Aufruf schon 2019 gestartet und dann hat sich das Erscheinungsdatum immer weiter verschoben, gab das halt die Gelegenheit für ihn, immer wieder noch was nachzuliefern, zu sagen, ich habe hier noch einen alten Comic, der zum Thema passt, den habe ich nochmal überarbeitet, wollt ihr den vielleicht auch noch mit reinnehmen? Und die Sachen sind halt auch immer wirklich ziemlich gut, deswegen kann man auch schwer Nein sagen. Möchte man auch nicht. Wie viele Menschen habt ihr denn so angefragt? Und ja, wie viele gab es, weiß nicht, Absagen oder konnten dann halt nicht oder wollten nicht oder was auch immer. Aber habt ihr deutlich mehr Leute angefragt gehabt, als jetzt dann tatsächlich im Buch drin sind? Ja, schon. Tatsächlich ein interessantes Problem, das ich dabei bemerkt habe. Ich denke, doppelt so viele haben wir vielleicht nicht angefragt, wie drin sind, aber es haben schon einige auch gesagt, sie haben jetzt keine Zeit. Was ich irgendwie gemerkt habe, dass wir am Anfang uns halt auf so ein paar Leute geeinigt haben, gesagt, okay, wir haben jetzt hier diese 20, die fragen wir mal. Dass dann von denen, die zugesagt haben, irgendwie plötzlich sehr viel mehr Männer als Frauen waren, obwohl, glaube ich, in der ursprünglichen Auswahl das noch sich so ein bisschen die Waage gehalten hatte. Und ich mich dann frage, ist das irgendwie eine Sozialisierungsfrage, dass irgendwie Männer eher so programmiert sind, dass sie sagen, okay, ich weiß noch nicht, ob ich nächstes Jahr Zeit habe, ich sage einfach mal nein. Und Frauen eher sagen, ich weiß noch nicht, ob ich nächstes Jahr Zeit habe, ich sage lieber mal, Moment, die Männer sagen ja, die Frauen sagen, ich weiß noch nicht, ob ich nächstes Jahr Zeit habe, sage ich lieber mal nein. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade noch verständlich war mit meinem Versprecher. Und dann haben wir halt quasi bei dann noch eine nächste Runde an Einladungen gemacht, wo wir dann darauf geachtet haben, eben ein paar mehr Frauen zu fragen, damit das Buch halt ein bisschen diverser ist, weil uns das auch schon auch wichtig ist. Am Ende sind es trotzdem leichter Männerüberschuss, weil halt auch einfach gerade in unseren Anfangsjahren die Comic-Szene, glaube ich, schon sehr männlich noch geprägt war, gerade wenn man jetzt nicht im Manga-Bereich unterwegs war und wenn man dann halt Leute aus der Josem-Geschichte holt, das Verhältnis da ein bisschen anders ist. Aber ja, also wir haben schon einige gefragt, viele sind halt einfach eben auch wie wir ja teilweise eigentlich auch halt busy mit Familie, mit Beruf, mit teilweise eigenen Comic-Projekten. Und wir sind aber sehr froh, dass wir jetzt trotzdem so viele richtig coole Leute
überzeugen konnten, mitzumachen. Hättet ihr eine Grenze gehabt, wie dick ihr das Buch machen wollt? Weil es sind jetzt 200 und ein bisschen was, glaube ich. Ja. Also wenn jetzt noch 50 Leute mehr gewollt hätten. Ah gut, so viel habt ihr nicht angefragt, aber... Und David Fulecki ist mehrfach vertreten, also... Genau, also... Ja, ich glaube, wir hatten schon so um die 200 Seiten als Ziel uns gesetzt. Und es war dann eben, wie gesagt, eher so, dass wir dann gemerkt haben, oh, jetzt haben wir jetzt doch von den Leuten, die wir angefragt haben, nicht alle Zeit. Und wir müssen noch mal ein paar nachfragen, damit es jetzt nicht zu dünn wird, weil es wäre irgendwie dann auch blöd, wenn das dann neben den anderen Bänden liegt und irgendwie nur halb so dick ist. Ja. Gibt es aus diesen ganzen Jahren Jazam irgendwelche Anekdoten, an die du dich so besonders gerne oder eben besonders nicht gerne zurückerinnerst? Irgendwelche Katastrophen oder eben auch irgendwelche Highlights? Also Katastrophen fallen mir so ein paar ein. 2013, das weiß ich. Fehldruck, Jazam, ich weiß nicht genau, wie viel der Ausgabe. Ja, Comicfest für München. Wahrscheinlich die ich glaube, es war die 8. Ja, genau. Wir hatten tatsächlich zweimal in Folge und auch beide mal mit der gleichen Druckerei. Ich weiß gar nicht, warum wir nach dem ersten noch mit der Druckerei zusammengearbeitet haben. Das Problem, dass wir wirklich ganz knapp vor der Messe die Bücher haben drucken lassen. Und dann kamen die halt an und in einem Fall war irgendwie die Farbe, also bei der 7. Ausgabe war damals die Farbe irgendwie verschmiert auf ganz vielen Seiten. Ich weiß nicht, ob sie das falsche Papier oder die falsche Tinte benutzt haben oder es nicht lange genug haben trocknen lassen oder so. Und im Jahr drauf, mit der Ausgabe 8, dann eben in München, das war dann die du meinst, glaube ich, waren Seiten vertauscht im Buch. Und dann war aber nicht mehr genug Zeit vor der Messe zu sagen, okay, wir lassen es jetzt zurückgehen und nochmal neu drucken. Und haben dann, ich glaube, bei der Ausgabe 8 haben wir es dann einfach so gemacht, dass wir es auf der Messe dann trotzdem verkauft haben für, glaube ich, ein bisschen weniger Geld und gesagt haben, okay, das ist jetzt halt einfach so und die Leute müssen dann bei der einen Geschichte halt hin und her blättern, um die richtig lesen zu können und dann danach nochmal nachdrucken lassen. Und ja. Deswegen haben wir von der 7 und der 8 auch so viele immer noch, weil die Druckerei dann halt gesagt hat, ja, nee, wir drucken das nochmal nach und wir schenken euch nochmal 25 Exemplare extra. Und wir hatten ja schon welche verkauft und hatten dann plötzlich trotzdem nochmal die komplette Ausgabe plus noch ein paar extra Bücher. Ja, das waren so ein bisschen die Katastrophen, diese beiden Bände. Also die 7 hatten wir dann auch welche verkauft, da haben wir dann einfach die rausgesucht, die nicht so stark... nicht so stark verschmiert waren einfach. Ja. Und positive Highlights? Positive Highlights. Naja, es war eigentlich immer wieder ein Highlight. Gerade Erlangen, wenn irgendwie alle zusammenkommen, so viele von den KünstlerInnen aus dem Buch dann an den Stand kommen zum Signieren und man die Leute persönlich kennenlernt, die man vorher halt nur irgendwie aus dem Netz kannte oder vielleicht sogar nur per E-Mail, weil sie sich für das Buch beworben hatte. Und dann mit denen eben am Stand signieren konnte, aber dann auch mit denen irgendwie feiern und sich unterhalten. Und ja, das war eigentlich so das wiederkehrende Highlight. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so ein Ding rauspicken würde, was dann so noch ein größeres Highlight war. Ich denke wahrscheinlich... Ja, es war einfach immer wieder ein Highlight, dass das Buch überhaupt zustande kam und cool wurde und irgendwie... dass es den Leuten, die mitgemacht haben und auch, glaube ich, oft sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, dieses ganze Projekt über all diese Jahre hat ja quasi auch dein Leben so mitgeprägt und auch so die Menschen, die du so kennengelernt hast. Also ich gehe mal davon aus, ihr hättet es nicht so lange gemacht, wenn es insgesamt kein Highlight gewesen wäre. Auf jeden Fall, ja. Ich will dich hier natürlich jetzt nicht irgendwie in die Bredouille bringen und mir irgendwelche Lieblingsgeschichten sagen, außer du möchtest das, aber ich möchte natürlich jetzt nicht, dass irgendwelche Leute dann sagen, warum hat er meine Geschichte nicht genannt? Ich kann nur sagen, dass jetzt von einfach nur so ein paar Namen rauszupicken, die ich jetzt vor allem zeichnerisch einfach besonders schön fand. Also, und das ist natürlich jetzt auch wieder hier einfach so persönlicher Geschmack und es sind die meisten Menschen einfach auch Leute, die ich jetzt auch außerhalb der Anthologie irgendwie auf Instagram oder so halt kenne, aber also gerade Sarah Nieves finde ich sehr, sehr schönen Stil, sehr, sehr leicht,
ja, so ein bisschen so ein Fantasy-Setting auch so und sehr, ja, einem leichten Strich und dann auch eine, will ich schon wieder leicht sagen, aber auch die Koloration ist halt nicht so schwer, nicht so blockig irgendwie. Und ja. So. Ja, und auch, glaube ich, eine der wenigen, die mehr oder weniger komplett analog arbeitet. Wahrscheinlich spricht es mich deswegen so an. Nee, aber auch Johannes Lott gefällt mir gut, Hillerzähler sowieso, das ist ja jetzt auch kein Unbekannter. Wen hatte ich denn da noch? Irgendwen wollte ich doch noch. Jetzt finde ich es nicht mehr. Gut, von Jeff, gut, seinen Stil kennt man ja und mit Jeff habe ich ja dieses Jahr schon mal ein längeres Gespräch geführt. Da habe ich jetzt ja nur die, ja, ich sage mal, die Scribble- und Script-Version von der Geschichte sehen können, was aber auch sehr interessant war, das mal so zu sehen. Da muss ich mit ihm mal reden. Ja, da kam gerade noch so ein bisschen Last Minute dazu, weil als wir ihn ursprünglich gefragt hatten, war er, glaube ich, gerade beim Scatman beschäftigt und konnte nicht und hat dann jetzt irgendwie gemerkt, ah, okay, jetzt ist vielleicht doch noch kurz Zeit, was hinterher zu schicken und macht jetzt quasi noch, während der Kickstarter schon läuft, seine Seiten fertig. Also, ihr seht, da werden ganz exklusive Sachen drin sein aus einer Zeitspanne von mehreren Jahren. Also ist die Menschen, die schon angefangen haben zu arbeiten, als das Buch noch 2020 rauskommen sollte, und dann Menschen, die noch arbeiten, während wir hier drüber sprechen. Ja, es war auch das, was mir so leid getan hat, dass wir es immer wieder verschieben mussten, dass halt manche Leute echt uns 2020 schon den fertigen Comic abgeliefert hatten und jetzt so lange drauf warten müssen, bis es dann erscheint, und irgendwie will man ja, wenn man sowas fertig gemacht hat, das auch mit der Welt teilen und nicht irgendwie dann ewig drauf sitzen bleiben. Wenn du jetzt dir vorstellst, das ist jetzt dann abgeschlossen, Kickstarter ist durch, die Bände sind gemacht und verschickt und überhaupt, hast du schon irgendwelche Gedanken und Pläne, wie es comic-mäßig bei dir weitergeht, wie du dein Comic-Leben gestalten wirst in der Zeit nach Shazam? Ja, also für mich natürlich auch ein Faktor, warum ich jetzt nicht für immer mit Shazam weitermachen will, weil ich halt auch selber Comics machen will und nicht nur Kurzgeschichten. Und eigentlich seit Jahren auch schon mal eine eigene Graphic Novel oder eine Fortsetzungsreihe machen will. Und aber nie so richtig dazu gekommen bin, was natürlich jetzt nicht nur damit zu tun hat, dass ich viel Zeit in Shazam gesteckt habe, sondern auch damit, dass man halt doch selten Comic-Projekte hat, wo man irgendwie genug Geld bekommt, um wirklich nur daran arbeiten zu können. Und dann muss man halt irgendwie noch Aufträge annehmen und halt einfach für Geld arbeiten und dann zwischendurch am Comic arbeiten. Und da ich nicht so ein wahnsinnig schneller Zeichner bin, fiel mir das dann immer schwer, so ein großes Projekt anzugehen. Beziehungsweise, wenn ich mal so ein mittelgroßes Projekt gemacht habe, wie mein Die Totenband, hat es trotzdem Jahre gedauert. Aber grundsätzlich möchte ich auf jeden Fall gerne auch mal was Längeres machen. Jetzt aktuell ist noch so der Faktor, der mich da weiter ein bisschen aufhalten wird. Irgendwie mein kleiner Sohn, der natürlich auch viel, viel vom Leben in Anspruch nimmt und im letzten Jahr nicht so viel Zeit zum Zeichnen gelassen hat. Aber genau, ich habe so ein Projekt, das ich wahrscheinlich als nächstes machen werde, mit noch einem anderen Zeichner zusammen. Das ist so eine Art Graphic Novel für Jugendliche. Ich möchte jetzt noch nicht so ganz im Detail drüber reden, aber das ist wahrscheinlich das nächste Projekt, was ich angehen würde, sobald ich Zeit dafür habe. Und ich habe auch diverse Ideen in der Schublade für längere, größere Sachen, für die ich hoffentlich irgendwann bald Zeit finden werde. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv, klingt das schon mal gut. Manchmal verschwinden Menschen ja auch leider so ein bisschen aus dem Comic, das ist dann immer sehr schade. Ja. Von daher, also finde ich auch eine positive Motivation, ein Projekt abzuschließen, das einfach viel Zeit einnimmt, aber der eigenen Arbeit nicht so viel Zeit lässt, um mehr Comics zu machen. Also es ist immer gut, wenn Menschen mehr Comics machen. Genau, ja, also das habe ich auf jeden Fall vor. Ich weiß, dass die anderen beiden aktuellen Redakteure, Nico und Flo,
sind jetzt nicht mehr ganz so viel beim Comic dabei. Die machen auf jeden Fall eben auch noch jeweils eine Story fürs neue Shazam, die du auch noch nicht gesehen hast, weil die gerade auch noch in Arbeit sind. Aber genau, bei denen ist auch ein bisschen der Grund, jetzt nicht mehr an Shazam weiterzuarbeiten, weil sie einfach auch gar nicht mehr so das Comic zeichnen als so einen starken Lebensmittelpunkt haben, sondern das mehr so ein Hobby noch ist. Ja, es ist natürlich in einer Industrie, die nicht gut zum Broterwerb dient, ja. Ist es natürlich dann auch ja, nicht immer leicht, das weiterhin oder über lange Zeit aktiv so richtig zu betreiben, wenn es eben doch immer nur so ein Nebenher-Ding ist und aber eigentlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, weil sich natürlich auch ein bisschen da Sachen entwickeln. Also eine Sache, die ich halt auch mache, ist halt Auftragscomics. Mhm. Ich habe irgendwie so vor 2 Jahren, glaube ich, so eine Comic-Strip-Reihe für Fritzbox, für diesen WLAN-Hersteller gemacht mit so Superhelden, die irgendwie von deren Produkten inspiriert waren. Dann so ein Ding, wo relativ viele Comic-Schaffende zurzeit auch mit irgendwie verwickelt werden, sind so Comics für YouTuber. Mhm. Da gab es ja auch 2 sehr erfolgreiche Comics, bei denen ich mitgearbeitet habe als Kolorist. Irgendwie der Golem-König von Paluten, gezeichnet von Irina Zinner, und das andere war German Let's Play, da hat David Filicki das gezeichnet. Beide waren von Heiko Hörnig geschrieben, war ich jeweils als Kolorist dabei. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um Comics zu machen und zu sagen, ich verdiene halt mein Geld mit dem Comic zeichnen, aber dann fällt natürlich so ein Stück weit weg, sich da irgendwie selber mit zu verwirklichen oder die Geschichten zu erzählen, die man erzählen möchte, sondern man arbeitet dann halt an so einem Comic mit, der halt irgendwie so ein Merchandising-Produkt ist. Ja, das ist auch so ein Aspekt, den ich sehr interessant finde, so Auftragscomics. Ich bin ja ein bisschen mit Bela Sobotke befreundet, der auch immer sehr, sehr in den letzten Jahren eine Mischung hatte aus eigenen Projekten und dann eben Auftragsarbeiten für irgendwelche Firmenmagazine, einen Strip zu machen oder eben hier für so eine Truckstop-Vereinigung hat er einen Strip gemacht. Da hat er dann auch irgendwann mal ein Sammelband rausgegeben davon. So. Und ja, das ist immer so der natürlich dieses Diskrepanz zwischen so künstlerischer Eigenverwirklichung, eigene Werke machen oder eben Geld verdienen mit Comics, wo man in einem gewissen Korsett natürlich auch dann ist, aber ja, so, ich glaube da, weiß nicht, vielleicht ist es auch in Deutschland anders als in anderen Ländern, also wo die Comicproduktion in Anführungsstrichen industrieller auch ist und das auch mehr als Auftragsarbeit zumindest von manchen Menschen auch gesehen wird oder bei uns ist eben doch sehr, sehr stark auch geprägt ist durch, natürlich auch durch Hochschulen und durch den Feuilletonbetrieb und so, wo es dann immer so die Graphic Novel des Universalgenies irgendwie sein soll. Mhm. Und es ist sehr, sehr wenig so, auch so Studios wie jetzt bei Mosaik oder irgendwie so, wo dann eben wirklich ja, wechselnde ZeichnerInnen über die Jahre hinweg die gleichen Figuren zeichnen in einem bestimmten Stil, in einem gewissen Fließbandprozess ja auch oder sowas wie der Mackie in der Hör zu, so ja, über die Jahre hinweg zwar mit veränderten Stilen, aber trotzdem eben so ein, ja, wie du auch gesagt hast, so ein Merchandising-Produkt oder Industrieprodukt dann eben auch ist. Und ich glaube, da gibt es nicht viele Menschen, die das geil finden, sowas zu machen. Also die dann eben lieber, wenn sie schon Comics zeichnen wollen, dann eben ihr eigenes Zeug machen wollen. Und die Möglichkeiten sind dann, glaube ich, auch trotzdem einfach auch nicht unendlich für solche ja, Industrie-Comics oder so. Ja, also genau, diese YouTuber-Influencer-Comics sind da fast so der einzige Ast, wo halt wirklich relativ gut bezahlte Auftragscomics entstehen, also gerade so jetzt im längeren Buchformat und nicht nur irgendwie so ein Strip, der in einem Firmenmagazin erscheint. Ich meine, sowas gab es über die Jahre immer mal wieder, wenn irgendeine Fernsehnase halt populär ist, ich weiß nicht, dieser Conny Reimann irgendwie da gab es mal einen Comic dazu und Dieter Bohlen, weiß ich gar nicht, ob es einen Comic gab, aber auf jeden Fall einen Trickfilm. Ich glaube, ja. Es gab den Trickfilm, genau. Ja, und also, ja, wenn halt irgendwer sich denkt, so als Merchandising-Produkt bringen wir halt auch mal einen Comic raus. Aber jetzt ist natürlich der Comic jetzt auch nicht in Deutschland so groß, dass jeder Mensch, der in Deutschland populär ist, dann auch gleich noch einen Comic dazu kriegt. Ja, aber bei tatsächlich diese YouTuber-Sache, die
Ich glaube, so von den Verkaufszahlen schlägt das wahrscheinlich vergangene Promi-Comics nochmal um einiges. Also die kriegen zwar nicht so viel Aufmerksamkeit innerhalb der Comic-Szene, aber waren ja irgendwie schon mehrere von diesen Titeln so an den Spitzen der Bestsellerlisten, okay. Was ein normaler Comic ja eigentlich gar nicht schafft, wenn es nicht gerade Asterix ist. Ja. Muss ich zugeben, bin ich tatsächlich auch nicht so firm mit denen. Ja. Muss ich mir auch mal anschauen, muss ich mir mal recherchieren, was da so rauskam. Es gibt jetzt natürlich auch den hier, die Känguru. Ja, okay, das ist natürlich Comics, das ist natürlich auch basierend auf einem, ja, auf einem wahnsinnigen großen Literaturerfolg und Hörbucherfolg und jetzt natürlich mit mindestens 2 Kinofilmen, die es jetzt sind, ja. Und eben die Comics in der Zeit erscheinen die, glaube ich, und sind jetzt bei, glaube, Carlsen, der Sammelband, rausgekommen zum Comic-Salon. Ja. Ja, aber irgendwie, ja, sind es dann eben doch immer noch so ein bisschen so Ausnahmen, sowas. Aber es ist auf jeden Fall auch schön zu sehen. Also ich freue mich immer, wenn Comiczeichnerinnen auch Geld verdienen können. Und egal, ob es jetzt ein Projekt ist, das ich jetzt dringend lesen will oder nicht, aber wenn Menschen dafür bezahlt werden, Comics zu zeichnen und es dann vielleicht auch noch schaffen, auch noch sich selbst irgendwie zu verwirklichen, so ihre eigenen Sachen zu machen, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Also ich denke, es kann nie zu viele Comics geben. Irgendwas war mir jetzt gerade noch auf der Zunge gegangen. Ach ja, genau. Ich wollte was so ein bisschen zu Genre und den Themen deiner Comics sagen, beziehungsweise fragen. Wie gesagt, relativ viele gelesen, jetzt aber auch relativ durcheinander. Aber was mir irgendwie so hängen geblieben ist, dass ich schon den Eindruck hatte, dass du häufig irgendwie mit Monstern arbeitest. Seien es jetzt ja tatsächlich irgendwelche Zombies etc. Oder eben auch mit Fantasy-Geschichten, also schon relativ viel Genre, Nerdy-Genre-Kram. Und dann hast du ja eben auch gesagt, hast ja auch den einen Band von den Toten gemacht. Ist das so, da wo du dich wohlfühlst in solchen Geschichten, so Monster-Fantasy-Geschichten, Genre-Geschichten, oder willst du auch irgendwie anders machen? Oder ist mein Eindruck da jetzt einfach durch meine eigene Präferenz geprägt? Nee, ich glaube, der Eindruck stimmt auf jeden Fall. Also ich habe nicht viel gemacht, was nicht entweder Fantasy, Science-Fiction oder Horror ist. Oder manchmal mehreres davon auf einmal. Gerne noch mit ein bisschen Comedy reingemischt. Das ist schon so das, was mir am meisten Spaß macht. Und ich finde auch, dass das auch so Genres sind, wo man eben dann auch sehr gut auf eine Art, die gar nicht subtil sein muss, aber trotzdem sich dann so schön mitliest, halt irgendwie auch manchmal irgendwie politische, gesellschaftliche Themen, die einen interessieren, besprechen kann, einfach auf so einer bisschen abstrakten Ebene durch diese der Fantasy- und Genre-Elemente. Und das macht mir einfach am meisten Spaß. Mit so komplett realistischen Geschichten würde ich mich eher schwer tun, habe ich ja noch nicht so viel gemacht. Meistens muss dann irgendwo ein Monster auftauchen oder ein Raumschiff oder ja. Das erinnert mich, ich habe es irgendwo, mal schauen, wie schnell ich es herkriege, aber ich habe Dan Harmon, der Schöpfer von Community und einer der Menschen hinter Rick and Morty, hat in einem Podcast mal einen wunderschönen Satz gesagt. Ja, also ich paraphrasiere mal, es ging darum, dass er jetzt mit Romcoms nicht so richtig viel anfangen kann und dass er nicht, dass das nicht so sein Genre ist und dass er sagt, ja, und auch selbst wenn du irgendwie einen Monsterfilm machst, es geht ja dann im Endeffekt nicht immer nur um Monster, auch da gibt es dann ja immer so die Liebesgeschichte und das menschliche Drama und sonst irgendwas, also das, was die anderen Filme haben, haben Monsterfilme auch, warum sollte, und dann er sagt dann so, warum sollte man King Kong dann weglassen? Genau, das würde ich unterschreiben, ja. Ja, das finde ich sehr gut, also ich bin ja auch großer Freund, gerade eben natürlich von so Genresachen, ich bin ja auch mit Science-Fiction, Fantasy aufgewachsen und Horror ist ein großes Thema und so, und deswegen, das ist mir eben aufgefallen, dass das wirklich, wie gesagt, ein Comic heißt Monster Party, da sind 2 Kurzgeschichten von dir drin, die mit solchen Themen spielen, der Totenband und dann aber eben auch in den kurzen Shazam-Sachen, selbst der eine Hipster-Comic, der auf Tapas mit ist, sind auch wieder Zombies mit dabei und das ist mir, das ist mir da eben aufgefallen. Und was mir eben auch aufgefallen ist, was du auch kurz mit hast anklingen lassen, so, ja, so soziale Themen, also zum einen diese Kurzgeschichte, die sich so mit Fleischessen und Vegetarismus beschäftigt, auch wenn du da im Kommentar ja sagst, das ist wahrscheinlich so die
ja, die Geschichte, die so am vordergründigsten irgendwie auch eine sozialgesellschaftliche Komponente hat, aber eben auch in anderen Geschichten ist mir aufgefallen, dass so eben auch ja, zum Beispiel so queere Pärchen mit drin hast, und das ist auch so beiläufig. Mhm. Das ist etwas, was mir da eben auch sehr, sehr gut gefallen hat, dass es Geschichten, in denen es nicht darum geht, so mit einer selbstverständlichen Beiläufigkeit dann aber halt Figuren oder zumindest von mir jetzt als weiblich gelesene Figuren dann in einem Nebensatz von ihrer Frau spricht. Mhm. Vielleicht habe ich es auch falsch gelesen. Nee, das war wahrscheinlich richtig, genau. Ja, also das fand ich da ja auch so ein zusätzlicher Farbton quasi im Geschichtenerzählen, den ich sehr spannend fand. Und da hat die Geschichten nochmal so ein bisschen auch auf ein anderes Niveau noch gehoben haben. Dass man eben, ja, ich mache jetzt hier eine Genre-Geschichte um irgendwie Immobilienmakler in einer Welt mit Superhelden und packt dann aber irgendwie noch rein, dass die auch eine Frau zu Hause hat. So. Ja, genau. Also gerade bei meiner aktuellen Giselle-Geschichte, jetzt die fürs Coming of Age noch nicht ganz fertig ist, das ist halt eine Fantasy-Geschichte, wo es eben eigentlich halt um so ein Initiationsritus für ein Fantasy-Monster mehr oder weniger, oder ja, es ist nicht so ein sehr monströses Monster, sondern eher ein nettes Monster, geht, die aber halt auch irgendwie eine schwule Liebesgeschichte ist, ein Stück weit. Das fand ich einfach spannend, weil ich mir dachte, okay, so in der Kombination habe ich das, glaube ich, noch nicht gesehen. Und das fügt dem einfach was hinzu, als wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, ich erzähle jetzt hier so eine straighte Fantasy-Geschichte. Und gleichzeitig kann man dann in dem Rahmen halt dann auch sagen, okay, dann geht's vielleicht in der Geschichte auch ein bisschen um so Männlichkeitsbilder und gerade beim Coming of Age, was wird da von einem erwartet, irgendwie als Mann, wie man sich entwickelt, wie man erwachsen wird und was ist, wenn man da nicht so reinpasst, entweder einfach durch die Art, wie man ist, oder eben auch durch seine Sexualität oder Identität. Das heißt, ohne dass du jetzt halt irgendwie viel verrätst zu Projekten, die du noch in der Schublade hast, aber wir können davon ausgehen, dass du dem Genre da auch da dann treu bleiben wirst. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch so ein bisschen zumindest am mich versuchen im Drehbuchbereich. Ich weiß nicht, ob du das irgendwo bei meinen Sachen gesehen hast. Ich habe mit dem Heiko Hörnig vor ein paar Jahren so eine Pilotfolge geschrieben für so eine Fantasy-Martial-Arts-Serie, die dann auch verfilmt wurde in so einem Stil, der so eine Mischung aus Animation und Live-Action ist, in so einer Scherenschnittoptik. Das heißt Tonk, das kann man sich auch bei YouTube angucken jetzt. Und im Zuge davon habe ich dann auch immer mal wieder so ein bisschen versucht, teilweise mit dem Heiko zusammen, teilweise mit meiner Freundin Katja Klengel, die auch Drehbuch studiert hat, Sachen zu schreiben, die eben Filme oder Serien werden könnten. Bisher hat es außer Tonk noch nicht geklappt, aber gerade Katja und ich haben auch ein paar spezielle Horrorstoffe in Arbeit, die wir hoffen, irgendwo vielleicht bei einem Filmstudio unterzubringen. Habt ihr euch auch bei X-Factor beworben? Tatsächlich hat irgendwie die Olivia Viehweg, die ja da mitmacht, hat Katja gefragt, aber es irgendwie hat die Kommunikation nicht so ganz geklappt und deswegen hat das jetzt nicht funktioniert, vielleicht dann die nächste Staffel. Ja, sehr interessant. Für die Hörenden, die es vielleicht irgendwie nicht mitbekommen haben, also X-Factor, diese Serie aus den 90ern. Mit Jonathan Frakes. Genau, ja. Moderiert von Jonathan Frakes, hauptsächlich natürlich bekannt aus Star Trek, und du bist ja auch großer Star Trek-Fan, ne? Ja. Genau, über so mysteriöse Begebenheiten und manche sind wahr und manche sind nicht wahr und so, und es wird eine Neuauflage produziert, auch wieder mit Jonathan Frakes, und in dem Writers Room sind eben unter anderem Olivia Viehweg mit drin und auch Matthias Dinter, der jetzt halt nicht lange nicht mehr so mit Comics aufgefallen ist, der aber natürlich auch aus einer, hat auch mal Comics gemacht. Genau. Ja gut, und Jan Dinter ist jetzt auch nicht mehr so comicaktiv, aber Stefan Dinter natürlich als Verleger bei Zwerchfell und auch selber noch Zeichner. Also die Dinter-Brüder sind natürlich auch so eine Comic-Dynastie. Jedenfalls, ja genau. Und Matti Dinter ist ja schon lange auch mehr so im Film und Fernsehen als Regisseur und Autor
unterwegs. Aber ja, das war auf jeden Fall natürlich interessant. Immer gut, Olivia Fewig hat natürlich auch schon das Drehbuch zur Endzeit-Verfilmung ja auch geschrieben und so. Also ja. dieses Drehbuchthema scheint da auch unter Comic-AutorInnen ein Feld zu sein, wo man vielleicht, wenn man da unterkommt, auch mal Geld verdienen kann. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen, also der große Unterschied ist halt, dass beim Comic, wenn du niemanden findest, der ihn veröffentlichen willst, kannst du ihn immer noch selber veröffentlichen. Und wenn du so ein Drehbuch schreibst und das will niemand machen, dann liegt das halt in der Schublade. Ja. Das ist so ein bisschen das Frustrierende, wenn man sich immer wieder neue Sachen ausdenkt und die dann immer wieder an den Gatekeepern scheitern, dass das dann halt auch niemand zu sehen kriegt. Und dann kann man sich denken, okay, vielleicht mache ich irgendwann mal einen Comic draus. Aber gerade bei einem Projekt haben wir zum Beispiel mit einem Studio zusammengearbeitet. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen jetzt dann einfach einen Comic draus machen aus dieser Idee, dann müssten wir erst dem Studio wieder die Rechte abkaufen, weil die uns halt irgendwie schon für die Entwicklung bezahlt haben. Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder so der Aspekt zwischen eigenem Werk und Auftragsarbeit, also sowas wie X-Factor jetzt hat dann, ne, wo du halt einfach als angestellt bist in einem Writers Room und dann halt einfach deren Geschichten halt irgendwie machst und so, oder ob du eben sagst, ich mache ein Originalskript und versuche das dann zu verkaufen. Klar. Lass uns nochmal zu dem neuen Shazam-Band gehen. Erzähl doch mal ein bisschen was so wie oder wie ist so dein Empfinden, was so die einzelnen Geschichten angeht, beziehungsweise so die Summe der Geschichten, was Genres angeht, wie da so die Mischung ist zwischen, ja, was ist denn alles vertreten? Ich will nicht so viel selber vorwegnehmen. Ich würde sagen, die Mischung ist sehr bunt. Also wir haben 2-3 so autobiografische Sachen, wo er halt über so die eigene Lebensgeschichte oder im Fall von Jeffs Comic, weil ich das schön fand, auch so ein Stück weit seine Geschichte mit Shazam und mit der Comic-Szene thematisiert wird. Dann haben wir mehrere Sachen, die eher so im Fantasy-Bereich sind. Wir haben Sachen, die ja so Mischformen, zum Beispiel der Martin Ratschek hat einen Comic gemacht, der, glaube ich, so ein bisschen autobiografisch ist, wo es darum geht, wie er und seine Freundin irgendwie ein Kind kriegen. Aber er ist halt mit seiner Figur, dem Ferkel, erzählt und geht dann in so ganz, also mit irgendwie diesen lustigen Tierfiguren auch in so ein bisschen fantastischere Richtungen. Dann gibt es auch realistischere Geschichten, die jetzt nicht autobiografisch sind. Es gibt so ein paar kurze Gagstrips eigentlich eher in die Richtung, die halt wirklich nur Comedy sind, aber auch trotzdem das Thema irgendwie berühren. Ja, ich glaube, ich würde sagen, es ist viel dabei. Ich denke aber so gerade Fantasy und Autobio sind so die beiden Genres, die mehrmals auftreten. Ja, das war auch so ungefähr mein Eindruck. Mal gut bei so Autobio-Sachen, man weiß es als Lesender ja nicht immer so 100%, wie sehr ist es autobiografisch und ist, oder ist es nur inspiriert oder kommt es eben nur so daher oder so. Aber ja, Martin Ratschek war tatsächlich der Name, der mir vorher nicht eingefallen ist, den ich noch nennen wollte, wo ja auch der zeichnerisch jetzt auch aufgefallen ist, nicht nur in dem Band, sondern auch in den anderen Bänden oder in dem anderen Band, den ich jetzt diese Woche gelesen habe. Ja. Matthias Lehmann hat zum Beispiel eben auch eine realistische Geschichte eigentlich erzählt, die aber nicht irgendwie autobiografisch ist. Das ist auch ein sehr schönes, längeres Ding. Ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, also ich fand tatsächlich eben auch jetzt in dem Band die Qualität sehr hoch. Viele schöne Geschichten drin, also für meinen persönlichen Geschmack. Kein Ausschuss oder nicht viel Ausschuss. Ausschuss ist ein böses Wort. Also mich hat viel angesprochen. Wahrscheinlich überdurchschnittlich viel für meine Verhältnisse, wenn es um Anthologien geht. Bevor wir nochmal alles am Ende pluggen, hast du irgendwelche Comics, die du empfehlen möchtest, wo du sagst, das sind so Allzeit-Favoriten oder du hast vielleicht gerade aktuell irgendwas gelesen, was du spannend findest und in die Welt hinausrufen möchtest. Was sind so die Empfehlungen, die du der Comic-Hörerschaft mitgeben willst? Also einer meiner absoluten Lieblingszeichner und Autoren in Personalunion ist tatsächlich aus dem Manga-Bereich, Naoki Urasawa, der ja auch jetzt nicht so einen ganz typischen Manga-Stil hat, sondern ein bisschen freundlicher auch für westliche Lesegewohnheiten zeichnet. Und
der begeistert mich eigentlich immer wieder. Also 20th Century Boys, Pluto, Monster sind alles irgendwie so richtig, richtig große Favoriten von mir. Und ich lese jetzt gerade seine neueste Serie, Asadora, die mir auch wieder sehr gut gefällt. Also das wäre auf jeden Fall mal eine Empfehlung. Lass mich kurz überlegen. Ich lese gerade endlich mal Sandman. Das habe ich jahrelang vor mir hergeschoben. Und das machen gerade wahrscheinlich viele wegen der Serie, ja. Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt die Serie anfange, lese ich zumindest mal die ersten paar Hefte von Sandman. Ja. Damit ich quasi, weil ich es eigentlich zuerst als Comic erleben wollte und nicht irgendwie zuerst die Verfilmung. Hm. Und dann habe ich jetzt auch die Serie auch schon gesehen, die ich auch ganz gut fand, und lese den Comic aber dann eben über diese ersten Storylines hinaus noch weiter. Ja. Und da tue ich mich ein bisschen schwierig mit den Zeichnungen, weil das alles nicht so ganz meine Favoritenstile sind. Hm. Aber erzählerisch ist es so cool, dass das auf jeden Fall sich trotzdem lohnt. Und das wechseln ja auch mal wieder die Zeichner. Da sind auch dann schon auch ZeichnerInnen dabei, die ich gut finde. Sandman ist so eine Sache, als die damals rauskam, also als sie damals in Deutschland rauskam, also Feest hat damals die ersten Bände rausgebracht, da habe ich es dann auch so richtig mitbekommen. Es war von der Ankündigung ab, wusste ich, das ist genau mein Ding. Und es hat Jahre gedauert, bis ich es wirklich gelesen habe, weil ich immer wieder den ersten Band in die Hand genommen habe und reingeblättert und dachte mir, als Zeichner spricht es mich nicht so richtig an, weil es halt wirklich sehr so 70er, 80er Jahre amerikanischer Horrorcomic ist. Ein bisschen schmutzig, verwaschen und so. Und es fiel mir nicht leicht, da so reinzukommen. Und als ich dann endlich den Schritt gemacht hatte und es dann auch wirklich angefangen habe zu lesen, habe ich halt auch nicht mehr aufgehört. Und wie du schon sagst, es haben ja dann doch viele Menschen an den Comics dann gearbeitet über die Jahre und da sind dann auch ganz andere Stile mit drin. Da gibt es dann auch wieder Leute, die dann sagen, ja, später dann, die gefällt mir der Stil nicht mehr. Ich glaube, The Kindly Ones, so einer der letzten Bände, ist da so ein Fall von Mark Hempel gezeichnet, den ich ganz großartig finde. Also das ist zeichnerisch vielleicht so am nächsten dem, was ich gut, zumindest von den Geschichten, die über mehrere Hefte gehen. Es gibt halt immer so Kurzgeschichten, John J. Muth oder sowas, die halt natürlich auch großartig sind, aber die halt dann vielleicht nur ein Heft sind. Also, aber ich will nur sagen, das ging mir damals genauso wie dir. Ich habe auch etwas Überwindungsschwierigkeiten gehabt, da endlich mal anzufangen mit dem Lesen, aber dann zieht es einen wirklich auch so in den Bann, dass auch wenn das Zeichnen vielleicht jetzt nicht der komplett eigene Geschmack ist, dass man da trotzdem eigentlich dabei bleibt. Ja, und eine Sache, die auch mich schon seit Jahren immer wieder begleitet, ist das Hellboy-Universum. Da bin ich auch ein bisschen Fan von. Mhm. Sowohl von den originalen Hellboy-Comics als auch aktuell lese ich so diese große Hell on Earth-Storyline von BPRD, was so die Spin-off-Serie von Hellboy ist, also dieses paranormale Ermittlerbüro, für das er gearbeitet hat und die dann ohne ihn weitermachen. Und das finde ich auch so fantastisch, weil es irgendwie, ja, wie so eine riesige, spektakuläre Blockbuster-Story erzählt, aber halt mit so total abwegigen Horrorelementen und irgendwie Exkursionen in verschiedene Genres und auch wechselnde, aber immer sehr, sehr gute Zeichner. Ja. Und da bin ich auch großer Fan zurzeit. Auch da natürlich, why leave out the King Kong? Ich sehe schon, wir sind geschmacklich relativ nah beieinander, aber Asadora lese ich auch gerade. Also Urukawa ist natürlich auch wirklich zeichnerisch eigentlich ganz, ganz großartig. Und ja, sehr gut. Also das sind alles Empfehlungen, die ich guten Gewissens unterschreiben würde und wahrscheinlich auch selber so sagen würde. dann lass uns das alles nochmal zusammenfassen. Die Menschen gehen auf Kickstarter. Also wenn ihr es ganz genau wissen wollt, kickstarter.com/project/adrianfomm/jazam-coming-off-8-d-finale-ausgabe. Ihr geht einfach eben auf den Link zu dieser Podcast-Folge oder auf, jetzt kannst du mal diese ganzen Social-Media-Auftritte sagen, die relevant sind. Genau, also Jazam, am aktivsten sind wir wahrscheinlich bei Twitter, @jazamcomics. Ich glaube, bei Instagram heißen wir genauso. Bei Facebook gibt es uns auch immer noch, wobei Facebook irgendwie ziemlich tot ist mittlerweile. Aber genau, also gerade auf Twitter und Instagram kriegt man, glaube ich, die Updates zum Projekt immer wieder. Grundsätzlich, genau, die Kickstarter-Kampagne, die läuft ja jetzt noch bis Anfang Oktober. Ich hoffe, dass wir das Ziel erreichen. Ich würde sagen, bisher sieht es ganz gut aus.
Ich denke aber auch, nachdem wir die 3000 Euro erreicht haben, ist das trotzdem für alle, die sich für dieses Buch interessieren, die beste Möglichkeit, das einfach zu bestellen und vorzubestellen, gerade eben auch, weil wir nicht vorhaben, jetzt so viel mehr zu drucken, als wir durch dieses Projekt finanziert kriegen. Und ansonsten findet man mich halt auch bei Twitter als @adrianfomm und bei Instagram auch unter dem gleichen Handle. Und ja, da poste ich dann nicht nur meine eigenen Arbeiten, sondern auch gerne Gedanken zu Serien und Filmen und Comics und sowas. Seit wir hier jetzt aufnehmen, ist auch noch ein bisschen was dazugekommen zu dem Kickstarter. Also sind jetzt 2132 Euro von 3000 zusammen. 25 Tage läuft es noch, wie gesagt. Ich hoffe, wir bringen diese Folge jetzt auch sehr schnell dann raus, dass die Leute es auch hören können. Und genau, also es ist nicht gesichert. Habt ihr schon Pläne, ob ihr in München nächstes Jahr seid? Oder ist das noch zu weit in der Zukunft? Ja, also München ist ja diesmal ein bisschen anders. Neuer Veranstaltungsort, nicht mehr so zentral und Eintritt frei. Ich muss mich da noch ein bisschen mit beschäftigen, wie sehr, also ob dann trotzdem irgendwie noch die ganzen großen Verlage da sind oder ob das jetzt eher da durch diesen Wechsel eine andere Natur kriegt, das ganze Festival. Aber grundsätzlich würde ich schon gerne hinfahren, wenn es ist ja für dich auch Heimatbesuch irgendwie, ne? Ja, genau. Also zwar nicht mehr so nah dran, aber da komme ich ja her. Ja. Gut, also, aber wie gesagt, verlasst euch nicht drauf, dass ihr Jazam in Bälde auf irgendeiner Messe kriegt, sondern nutzt den Kickstarter, dann kriegt das nach Hause geschickt. Das ist auf jeden Fall. Ja, genau. Man kann dort, und für die sich jetzt noch nicht angeguckt haben, es gibt da natürlich nicht nur das aktuelle Buch als Vorbestellung, sondern es gibt da verschiedene Bundles und Sets, wo man verschiedene der älteren Ausgaben dazu bekommt. Oder es gibt ein Bundle, wo man mein Hipsters-Buch noch dazu bekommt und das signiere ich dann auch. Oder es gibt ein Filicki-Set, wo wir den Band von Filicki und ein Heft von ihm noch dazu kriegen. Und diese Bundles sind auch deutlich günstiger, als wenn man sich jetzt die ganzen Bücher einzeln zusammen kaufen würde. Gut, also das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und hast du noch irgendwas, was du noch irgendwie loswerden willst, was wir oder ich vergessen habe anzusprechen? Mir fällt jetzt nichts ein. Ich habe auch noch einen Podcast, den kann ich noch kurz erwähnen. Na dann, Track und Gold. Und ist ein Star Trek Podcast, mache ich zusammen mit der Eve J. Und wir reden da nicht mehr ganz so regelmäßig, aber zumindest so einmal pro Staffel über die aktuellen Star Trek Serien. Wie lange macht ihr den schon und wie viele Folgen sind es? Gute Frage. Also ursprünglich hatte ich den Podcast als Dreck und Gold gestartet und das ging nicht primär um Star Trek, sondern um allgemeine Filme, Serien, Sachen. Damals mit David Koslowski zusammen noch. Und jetzt als Star Trek Podcast machen wir es aber, glaube ich, auch schon seit 4 Jahren oder so. Und es gibt 75 Folgen. Und ihr habt schon alles besprochen, was es bisher gibt an Star Trek? Naja, die neuen Serien. Also wir haben halt quasi mit Star Trek Discovery angefangen und dann alles, was neu dazu kam, besprochen. Okay. Und die alten Sachen werden natürlich immer mal wieder erwähnt, aber jetzt nicht so im Detail besprochen. Wie stehst du zu Discovery? So mal so. Also ich finde, insgesamt ist viel dabei, was ich mag, aber sie schaffen es auch immer wieder, irgendwie die großen Staffel-Story-Bögen in den Sand zu setzen am Ende der Staffel. Und die einzelnen Folgen stehen nicht so schön für sich wie bei vielen anderen Star Trek-Serien und so. Aber es gibt auch viele Figuren, die ich mag und viele Aspekte, die ich cool finde. Aber größerer Fan bin ich tatsächlich zum Beispiel von Lower Decks, von der Zeichentrickserie und jetzt auch von Strange New Worlds, der ganz neuen Serie. Ja, das scheint ja so ein bisschen der Konsens zu sein. Und Discovery kriegt relativ viel Hass ab, was ich so mitkriege. Und das stimmt, aber ich glaube, da ist natürlich auch viel, das vermischt sich natürlich viel mit den Leuten, die stört, dass da irgendwie so viele People of Color und queere Leute in der Crew sind und eine schwarze Frau als Captain und so Sachen. Ja, ich habe von den ganzen neuen Sachen, habe ich tatsächlich nur die erste Staffel Discovery gesehen und sehr, sehr gemocht. Also ich hatte da sehr viel Spaß damit. Die anderen Sachen habe ich noch nicht gesehen. Die laufen alle irgendwo, wo ich es nicht habe.
Deswegen sehe ich da nicht so viel von. Und seit Discovery eben auch nicht mehr auf Netflix ist, sehe ich es halt jetzt aktuell auch nicht. Aber ist egal. Das war eigentlich nicht das Thema. Geht alle auf Shazam Kickstarter und bestellt euch das vor. Holt euch das größte Bundle, das ihr kriegen könnt mit möglichst vielen Comics, die dann eben aus den Lagern verschwinden. Weil sonst, da stehen sie dann nur rum. Adrian, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir eine große Freude. Ich auch. Und gerne bei Gelegenheit auch mal wieder, wenn du dann neue Projekte am Start hast. Würde mich das auch sehr freuen, wenn wir dann darüber dann vielleicht auch mal wieder reden können. Und wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr in München sehen. Ich hoffe, da schaffe ich es dann auch mal hin. Mal gucken. Aber gut. Soweit erstmal für heute. Super. Vielen Dank. Macht's gut alle miteinander. Ciao. Tschüss.